Herzlich willkommen live an Pias Bienenstand. Wir haben heute mal wieder Pia und Gerhard ergriffen und an den Bienenstand geschleppt. Laura ist auch dabei, schreibt was am Chat. Ich bin Martin, halt hier so eine Kamera und wir legen direkt los. Ja, ich schalte um. Wir machen heute die Invalidensendung. Hallo. Ich muss einmal nah dran. Ja, hier. Oh, ich habe eine passende Brille, weil die andere ist kaputt gegangen und der Gerhard hat eine Krücke. Jetzt könnten wir ja bestimmen lassen, was da passiert sein kann. Nein, Gerhard hat zu viel geschätzt irgendwie und ich habe ein Buch aus dem oberen Regal rausgezogen und dann fiel ein dicker Wälzer mir ins Gesicht und das sieht dann Da ging die Brille kaputt, ne? Die war, hat ganz als Schutz verbeult. Nichts genützt. Nein, die war nicht kaputt, aber ganz verbeult und jetzt passt die besser zu aber meinem Teint. Ja, die Brille ist auf jeden Fall. Die lenkt ein bisschen ab. Ziemlich fesch. Ja. Ja, nein, wir haben uns nicht geklaut. Und ich hab am Samstag Populationsschätzung gemacht an zwei Bienenständen. Das war dann ein Bienenstand zu viel, so im Nachhinein. Und am nächsten Tag, das war gestern, habe ich dann Schwierigkeiten gehabt, mich normal bewegen zu können. Ja, und ich habe immer wieder sonntags am Lehrbienenzentrum zu tun gehabt. Ja. Naja, ja, dann hat ein Imker war dann da. Und der hatte dann erzählt, dass er das auch mal hatte und der hat mir dann seine Gehhilfen ausgeliehen, weil ich ja am Sonntag und auch heute nicht zum Arzt kann, aber morgen vielleicht, ja, ja. Dann schauen wir mal. Morgen schicken wir dich mal zum Arzt, damit wir dich noch ein bisschen... Ich muss nicht geschickt werden, ich gehe freiwillig dahin. Sehr gut. Jo. So. Heute regnet es gerade mal nicht und es ist endlich eine vernünftige Temperatur, finde ich. Und deswegen danke dir, Martin. Kommt dann immer auf die Idee, Laura und Martins eigentlich freie Tage voll zu drücken mit Live von Pias Bienenstand. Danke euch, dass ihr heute gleich beide da seid. Und wir sind hier an einem sehr schönen Ort, wenn du da mal so rundherum zeigst. Hier sind ganz viele Apfelbäume, ganz unterschiedliche Sorten, die hier so unterschiedlich blühen. Die gehen noch den ganzen Weg dahinter. Dann sieht man etwas weiter links einen großen Schornstein und davor das Interessante, eine blühende, in Vollblüte, eine Traubenkirsche. Und da hinten rechts ist am Abblühen eine richtige Kirsche, also eine Süß- oder Sauerkirsche. Die sind ja jetzt schon fast vorbei. In kühleren Regionen fangen die jetzt erst an. Und wenn man da mal so guckt, ist hier auch ganz viel Kleingeblümel, so Unauffälliges hier so am Wegesrand, so Gundermann und alle möglichen Unkrautsachen, die natürlich kein Unkraut sind. Und insofern gute Bedingungen, wenn die Honigbienen mal fliegen könnten. Bis jetzt war es ja relativ kühl, sodass vor allem Hummeln unterwegs waren, einige Wildbienen, die tatsächlich dann auch für Kirschebestäubung und so zuständig sind. Unsere Honigbienen sind ja nur ganz verhalten geflogen und haben sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich Blütenpollen sammeln. Es ist absolut erstaunlich, dass sie bei den kühlen Temperaturen trotzdem wahnsinnige Brutneste haben. Und der Gerhard hat fleißig geschätzt, hat er schon erzählt. Und nachher, wenn wir ein bisschen hier Einführung gemacht haben und ich nur noch an den Völkern kruschte, dann nimmt sich der Martin mal wieder den Gerhard vor und hat ganz tolle Sachen schon wieder ausgerechnet. Gerhard hat heute extra seinen Computer mitgenommen. Genau. Und, ich bin gespannt, dass der ein bisschen hält. Jo, aber erstmal habe ich euch was zum Zeigen. Und zwar an diesem Bienenstand hier war ich dieses Jahr bisher zweimal. Das Schöne an Honigbienen als Haustieren ist ja, dass man da relativ selten ran muss, wenn man weiß, was man macht. Eigentlich sind wir ja immer am 1.1. an unseren Bienenständen, um zu gucken, ob irgendwelche Leute dort Kracher in die Löcher gestopft haben oder so. Hier ist es Gott sei Dank nicht nötig, hier ist noch nie was passiert, toi toi toi, und ist auch relativ abgelegen, sodass da die verrückten Böllerkracher nicht vorbeikommen. Deswegen war ich das erste Mal da Mitte März, um zu gucken, ob sie genug Futter haben. Und tatsächlich habe ich auch bei dem einen oder anderen ein bisschen nachgefüttert, weil ich in Sorge war. Und dann war ich vor 3 Tagen am Freitag das letzte Mal hier.
verblüfft, wie sie sich schön entwickelt haben. Sind natürlich unterschiedlich, gibt schwächere, es gibt stärkere. Noch war nichts in Schwarmlust, aber dann habe ich alles zusammengekruschtelt, was ich noch so im Auto hatte und habe wenigstens mal einen Honigraum aufgesetzt. Allerdings sieht man schon, da sind etliche Völker, die nur auf zwei Etagen sitzen. Das heißt, sie sitzen aktuell auf einem Brutraum plus Honigraum. Und da werden wir uns gleich mal angucken, warum ein Brutraum in der Regel zu wenig ist. Wir ich wollte gerade sagen, mal. Pia, hast du auch die Schmiede eingesetzt? Ja, oi, oi, oi. Jo. Aber ja, erstmal einen Punkt gucken. Und zwar ist mir da vor 3 Tagen aufgefallen, dass ich vergessen habe, dass ich da nachgefüttert hatte. Mhm. Und jetzt ist, wir gucken es uns mal an, ein Malheur passiert. Gerhard, willst du dich da hinsetzen erstmal? Ja, ja, ich komme mit. Nicht hinfallen. Ja, ich komme mit, ja. Ich kann auch eine Leerzeige mitnehmen. Ja, die, ich glaube, hier ist schon ein Freisitz eingerichtet worden. Ja, ja, da könnte er sich schön hinsetzen. So, also nochmal, du hast hier gefüttert. Gefüttert bei 1-2 Völkern und habe dann komplett vergessen, wieder herzukommen, um die Futtertasche wieder rauszuholen. Bei anderen Völkern habe ich einfach noch Futterwaben vom Nachbarn rübergehängt, dann ist ja alles in Ordnung. Aber bei 1 oder 2 Völkern habe ich eine Futtertasche reingehängt. Und wenn man die dann vergisst bis Ende April, dann machen die Bienen natürlich was Lustiges und das können wir uns mal angucken. Von oben sieht noch alles gut aus, bis auf, dass ich hier eine Wabe vergessen habe, beziehungsweise habe ich die runtergehängt, damit die Futtertasche nicht so ausbeult. Und dann haben die Bienen den schönen Hohlraum unten drunter. Wir hatten ja besprochen, wenn es relativ kühl draußen ist und ihr nochmal nachfüttern wollt, dann geht es in der Regel nicht, indem man Futterteig oben auflegt, weil dazu bräuchten sie Wasser. Es geht auch meist nicht gut, wenn man daneben eine Futtertasche oder oben drauf hängt, weil es ihnen zu kalt ist. Und da mache ich eins, ich tue eine Leerzarge unten drunter und hänge da die Futtertasche genau unter den Bienensitz. Und dann habe ich sie vergessen. Gerhard lacht. Und dann sieht das so aus. Ist das nicht künstlerisch wertvoll? Oh ja. Hier sieht man, sind unten noch rechts und links neben der Futtertasche so ein paar Waben, die ich da reingestöpselt hatte, weil die Futtertasche hat auch ein Problem. Die beult sich ja so ein bisschen aus, wenn sie in der Leerzarge einfach so hängt. Ich wollte sie unter dem Bienensitz haben, deswegen habe ich sie nicht an den Rand gehängt. Und dann habe ich rechts und links ein paar Waben hingehängt, damit sie so ein bisschen zusammengedrückt ist, die Futtertasche. Und jetzt, sehr lustig, jetzt hat man den Salat. Weil das gefällt jetzt natürlich niemandem, mir nicht und den Bienen auch nicht, wenn ich das abmachen muss. So, und man sieht auch schön, wobei hier ist auch ein bisschen Arbeiterinnenbrut. Ein kleines bisschen Arbeiterinnenbrut in der Mitte, da waren sie wohl noch etwas schwächer. Es ist insgesamt ein schwaches Volk. Und am Rand, obwohl sie relativ schwach sind, haben sie schon Bock auf Jungs. Hier die rechte Wabe ist voll Jungs, bis auf die kleine Kante hier unten, da sind Mädels. Da machen sie auch schon erste Spielnäpfchen, das ist ja normal. In der Mitte ist eine Mädelswabe und links ist nochmal eine Jungswabe. Also so, wie man es weiß, wenn man sie frei bauen lässt und ein Volk hat in der Aufwärtsentwicklung, machen sie mindestens 2/3 Männer und 1/3 Arbeiterinnen nur. Deswegen bin ich ja dankbar, was wir Mittelwände haben, dann können wir das im Griff halten. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich es abmachen. Ich habe eigentlich diese Boxen, um meine Drohnenbrut unterzubringen. Ich habe an anderen Ständen, wo ich etwas früher dran war, tatsächlich schon Drohnenwaben geschnitten. Oh, richtig nicht schön. Und damit die so schön ausschließlich mit Drohnen belegt sind, ist es ja wichtig, dass man den Drohnenrahmen genau dahin tut, wo wir ihn hintun, nämlich oberer Brutraum, zweite Wabe von rechts oder links. Und da habe ich vor 3 Tagen was reingehängt. Da können wir heute auch mal gucken, wie weit die sind. Das ist von einem anderen Stand, wo ich öfter dran war. Und da habe ich schon die ersten Drohnenrahmen geschnitten. Ein paar von euch haben mir auch Rückmeldung per E-Mail gegeben, dass sie schon 2 Drohnenrahmen geschnitten haben. Soweit bin ich noch nicht bei meinen Völkern. Aber dann, wenn das soweit geklappt hat, top, wenn ihr so schöne Völker habt, alles gut. Einer hat mich auch gefragt, wo er denn den zweiten Honigraum hintut, wenn der erste voll ist. Ich dachte, ich höre nicht recht, das war schon vor 2 Wochen. Da habe ich erstmal gesagt, Gratulation. Also bei mir werden wir gleich sehen, die sind noch kaum im Honigraum. Kommt natürlich auf den Standort auch an, wie warm es da ist. Je wärmer es war, desto eher sind sie draußen. Aber wenn jetzt der zweite Honigraum schon drauf muss, dann ist auf jeden Fall ein gutes Volk, also ein guter Imker. Der zweite Honigraum, immer oben drauf, haben wir schon mal gehabt, ist einfacher.
Genau. Gerhard wollte was sagen. Ja, Gerhard, du hast schon die Trachtnetwagen beobachtet. Ja, ne? Ja. Also wenn man Trachtnetwagen anguckt, in Deutschland oder auch in NRW genügt, dann ist zu erkennen, dass links vom Rhein, also westlich vom Rhein, die Tracht sehr gut war oder ist. Da haben stärkere Völker schon über 20 Kilo Gewichtszunahme gehabt. Während rechts vom Rhein, unter anderem auch dort, wo die Trachtnetwaage 1434 am Lehrbienenzentrum, da hat die Tracht jetzt erst angefangen. Die haben vielleicht ein Kilo oder zwei Kilo Zunahme. Ja, ja. Aber das kommt noch. Abgerechnet wird am Jahresende, ja. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, was Pia hier macht. Du baust es jetzt quasi so zusammen, dass die ja, da keinen Quatsch mehr haben. Und, genau, ich muss es jetzt halt auseinandernehmen. Hier sieht man, sind so ein paar mittelbraune Brutwaben. Ja. Und da ich ja vorvorgestern gesehen habe, dass hier was fehlt, habe ich ein paar braune Waben mitgebracht. Die packe ich jetzt mal da unten rein. Das heißt, da machst du jetzt einen Brutraum unten drunter? Ja, genau. Hier haben wir's, hier haben wir's. Das sind noch so Waben, die ich von irgendwo noch übrig hatte. Reste. Ja, kenne ich irgendwo her. Auch mal eine kaputte. Ha, fehlt noch eine. Du musst ja oben, ach nee, oben sind genug drin. Ah, dann nehmen wir doch gleich die. Guck mal, hier habe ich den nächsten Fehler gemacht. Sieht es nicht schön aus? Ja. Wie kommt es denn dazu? Da war bestimmt zu viel Platz. Genau, da hat auch eine Wabe gefehlt auf der Seite und die Bienen fingen dann an, seitlich schön sich hier wieder extra Waben zu basteln. Da üben sie sich im Querbau. Ja, ja, du mit deinem Querbau. So, jetzt passt's. Ich könnte jetzt unten auch einfach Mittelwände reintun, aber okay. So, jetzt muss das Zeug noch ab. Frimmel ich das hier drauf ab. Es hat den Vorteil, dass die Bienen gleich hier unten reinfallen. Und ich sie nicht dann wieder im Deckel rumkriechen habe. Das Blöde ist ja, dass sehr gerne auf diesem Wildbau, der überwiegend aus Drohnenzellen besteht, die Königin drauf ist. Also das ist jetzt das Kritische, wenn man das alles abfrockelt, dass man die Königin nicht erwischt. Weil dort leere Zellen sind und dann eben die Wahrscheinlichkeit genau, so, größer ist. Genau, sobald man, oh, guck mal, sobald man im Frühjahr Drohnenzellen hat, ist mit Garantie die Königin da drauf am Stiften. Wenn sie noch frei sind. Ah ja, hier ist bestiftet. Ich alles seh was. Voll, so schön. Und hier ist auch ältere Brut schon drauf. Ja. Ja. So, Pia, hast du denn schon die diesjährige Drohnenbrut gekostet und quasi eine Qualitätskontrolle nee, gemacht? Nee, stimmt noch nicht. Guck mal. Geht's, kann man damit eine Gesundheitskontrolle machen? Das kann. Ich erzähle schon wieder Quatsch. Nein, Pia, jetzt genug. Gib mir mal die Männer, die Verdeckten. Guck mal, was sie da letztens Süßes für den Gerhard gebastelt haben. Die Älteren. Oh, komm, zeig mal, Gerhard. Schau mal, ist das nicht kaputt machen? Ist das nicht süß? Ich will mal nach dem... Warte, ich tue die Bienen runter. Gerhard, willst du dich hinsetzen? Nach dann hast du beide Hände frei oder so. Oder? Nach den Milben gucken. Ja. Warte, Bienen runter. Man könnte auch einen Besen nehmen, aber das ist ja langweilig. Mhm. So. Ach so, du kannst auch die da. Ich könnte nee, dir die, eine Decke die, holen. Die nicht. Ist schon okay. So, jetzt machen wir einfach mal die... Ja, ich guck mal, du guckst schon mal rein, Gerhard. Ich beobachte Pia noch ein bisschen, wie sie jetzt da die Waben filetiert. Mhm. Überschüssige Arbeit. Habe ich echt vergessen, dass da... So, hier haben wir ein paar Zellen, da sind tatsächlich Arbeiterinnenzellen. Die nimmst du jetzt aber trotzdem raus, weil ja, einfach... Ja, bringt ja nichts. Früher habe ich tatsächlich gedacht, ich müsste die retten, wenn sowas passiert ist und habe die mit Draht, zunächst mit Gummi, dann mit Draht, weil sie den Gummi durchgebissen haben, die Bienen, in ein leeres Rämmchen befestigt. Aber das ist ein Haufen Liebesmüh für nix und wieder nix, Riesensauerei. Also... Am besten sowas gar nicht zulassen. Und wenn es passiert ist, dann schmeißt man es halt einfach weg. Also, du schmeißt es nicht weg, du sammelst es, schmelzt es ein, um das Wachs zurückzugewinnen. Richtig. Und, genau. Hier auf der Wabe kann man sehr schön sehen, so außen sind Eier.
Und dann, je weiter man hier durchgeht, gibt es erst kleine Larven, größere Larven, noch größere Larven, noch größere Larven verdeckelt. So, und übrigens keine sehr süß. Milben gesehen. Keine Milben gesehen. Ja, also ich habe bestimmt 200 Puppen angeguckt. Oder Larven, nicht Puppen. Übrigens sehr süß, wie unterschiedlich das frisch gebaute Wachs in der Färbung ist. Je nachdem, wo die Bienen was sammeln. Die Färbung des Wachses kommt ja durch Pollenöle zustande. Und je nachdem, welche Tracht sie da nutzen, die schönsten Waben, die ich jetzt gar nicht dabei habe, entstehen, wenn eure Bienen Löwenzahnblütenpollen sammeln. Dann ist es so richtig sonnengelb. Ist hier dieses hier, ist das so recyceltes Wachs von den Bienen? Ja, also haben die da auch frisch gebaut. Ja, okay. Würde ich mal sagen, oder Gerhard? Frisch gebaut. Ja, frisch gebaut. So, jetzt klebe ich. Alles ist vollgesaut. Noch schlimmer wäre es, wenn jetzt ein Haufen Honig noch da drin wäre. Und jetzt können wir gleich mal gucken. Einer der Riesenvorteile von zwei Bruträumen sind, ja, deswegen habe ich jetzt unten einen zweiten Brutraum, oben den, wo sie eigentlich sitzen. Großer Vorteil ist, dass ich auf einfache Art und Weise sehen kann, ob sie in Schwarmlust sind. Weil wenn sie in Schwarmlust sind, dann zeigen sie immer an der Unterkante des oberen Brutraums bestiftete Schwarmzellen. Und hier haben sie jetzt schon was man schön als Beispiel zeigen kann. Aber so wie es aussieht, ist es keine Schwarmzelle, sondern ein Spielnäpfchen. Nicht erschrecken, ganz viele Spielnäpfchen macht jedes Volk zwischen April und Juni. Und meistens ist nichts drin. Ich sehe es jetzt nicht, aber ist bestimmt nichts drin. Ja, ist nichts drin. Genau. Jetzt kann ich gleich noch einen Blick werfen. Jawohl, ich so ein bisschen auseinanderdrücken, in die Ecken gucken. Oh, da sieht man auch wunderschön. Das ist das Schöne, was man auch bei zwei Bruträumen schön machen kann. Man kann schön von unten sehen, mitten ins Brutnest. Und wenn du da mal, guck mal, hier so da auf die Wabe. Ja, sieht da man ist das? Unten ein bisschen verdeckelt und dann nicht mehr. Da ist aber schön hier, da der ganze Bereich. In der Mitte ist es schon geschlüpft. Da sind wahrscheinlich Stifte wieder drin. Hier ist auch eine schöne, fette Brutwabe. Also wenn ich jetzt schröpfen wollen würde, würde ich von unten schon sehen, wo ich eine Wabe vielleicht rausnehmen kann. Aber die sitzen ja überwiegend nur auf einer Zarge, also schröpfe ich erstmal nicht. Die sollen auch ein bisschen Honig bringen. Die werden dann geschröpft, wenn der erste Drohnenrahmen schneidereif ist. Und der erste Drohnenrahmen ist noch nicht schneidereif, weil noch gar keiner drin ist. Das machen wir jetzt. Da gab es einmal die Frage, schneidest du den Drohnenrahmen erst, wenn der voll verdeckelt ist oder schon vorher? Wenn der Drohnenrahmen... wie erklärt man das? Ja. Ich habe zum einen das Interesse, den Drohnenrahmen möglichst oft zu schneiden. Weil je öfter ich ihn schneide, desto mehr Varroamilben hole ich raus, desto mehr Wachs hole ich raus, desto schwarmdämpfender ist seine Wirkung. Andererseits wissen wir, dass die Varroamilben erst so 48 Stunden, bevor die Larven verdeckelt werden, reingehen. Das heißt, wenn ihr eine volle Drohnenwabe habt, und da sind im oberen Bereich 2/3 der Zellen bereits verdeckelt. Dann sind doch im unteren Drittel garantiert dicke, fette Drohnenlarven. Und damit sind da auch schon Varroamilben drin. Und dann würde ich es schon schneiden. Ich warte dann nicht noch eine Woche, bis unten auch alles verdeckelt ist. Es wäre zwar kein Problem, weil die Drohnen ja 14 Tage verdeckelt sind. Das heißt, es würden keine schlüpfen bis zur nächsten Woche. Die sollen ja nicht schlüpfen, weil dann sind die Varroamilben mit draußen. Also es würden keine schlüpfen, aber wenn ich sehe, oben 2/3, unten sind dicke Larven, dann haue ich schon raus. Hat das also beantwortet oder habe ich so Kuddelmuddel? Hast du das gerade auch begründet? Ich habe nicht ganz zugehört. Sehr schön, ich auch nicht. Also generell gilt, während der Schwarmzeit werden die Völker im Abstand von 7 Tagen, nicht von 9 Tagen, genau. Das ist zu falsch, sondern im Abstand von 7 Tagen kontrolliert. Und bei dieser Kontrolle wird auch die Drohnenbrut angeguckt. Und wenn sie ausgeschnitten wird, ist der Frühstermin 14 Tage später. Also ich komme wegen der Drohnenbrut-Sache nicht extra, ne? Sondern es wird von Ende April bis Ende Juni wird im Abstand von 7 Tagen werden die Völker kontrolliert. Und wenn es so ist, wie Pia geschildert hat, dass die Mehrzahl der Drohnenbrutzellen verdeckelt ist, dann wird geschnitten. Und wenn eine Minderheit verdeckelt ist, dann wartet man halt nächste Woche ab. Fertig.
Das ist dann von Volk zu Volk unterschiedlich. Aber den Spielraum hat man ja, ne? Weil man ja alle 7 Tage alle Völker anguckt. Meine Drohnenrahmen sind mir ausgegangen. Was ich in meinem Lager gefunden habe, ist ein Geschenk von einem Freund. Der hat Einzelteile von Rähmchen gekauft. Ich mag aber keine Einzelteile von Rähmchen zusammennageln. Deswegen dachte ich, aha, den oberen Teil kann ich doch als Drohnenrahmen verwenden. Wobei dann natürlich die Gefahr besteht, dass die Bienen die Wabe jetzt an der Seite festbauen. Und da muss ich dran denken, wenn ich ihn rausziehe, dass ich nicht alles abreiße. Wir machen mal einen Test. So, jetzt kommt was ihr schön nehmen könnt, um zu testen, wie böse eure Bienen sind. Das Abkratzen dieses Wildbaus hier oben, der natürlich nach dem Winter immer drauf ist, das mögen viele Bienen nicht. Und dann kann man mal gucken, wie brav die sind. Und du zählst jetzt einfach, wie viele Stiche du bekommst. Genau, ja, genau so ungefähr. Oh, es geht. Eins. Autsch. Dürfen sie eigentlich nicht, sie sind damit durchgefallen. Die kriegt der Gerhard. Der steht ja auf solche. Ich wurde da gerade schon von einem Volk. Ja, da hinten sind ein paar. Ja, da hinten. Ein paar Arschlöcher. Laura braucht, glaube ich, auch eine Portion drauf. Komm mal zu mir. Komm zu mir. Ich nehme sie. Ich hetze dir. Guck mal, ich brauche einen am Ohr. Nein, du kannst es auch. Oh je. Danke. Da hinten sind ein paar Arschlöcher und deswegen werde ich überlegen. Ja, da ist das Ungünstige. Guck mal, hier ist außerdem das Flugloch in die falsche Richtung. Ah. Damit Besucher schnell vertrieben werden. Warte. Ja, die ist schon tot. Ja. Die hat den Stachel im Mikrofonpuschel hinterlassen. Aha. So. Hier ganz in der Nähe da oben steht einer, der hat irgendwie Bienen, die sehr gut gegen Rheuma sind. Ich kann hier, glaube ich, keine Königin mehr begatten lassen, weil die seit 2 Jahren richtig sauer werden. Nicht alle, da vorne sind sie ein bisschen besser. Aber die ganzen da hinten sind alles Arschlöcher. Also macht sich das so bemerkbar? Oder ist das jetzt möglicherweise im Imkerlatein gefühlt? Kann gut sein. Auf jeden Fall sind die da oben so, dass ich die Königin abdrücken würde. Ah, okay. Und naja, weiß ich nicht. Also es sind immer unterschiedliche, aber das fällt schon auf. Hier habe ich über 10 Jahre ganz brave Bienen gehabt. Kann natürlich auch weiter weg sein. Jetzt habe ich einen Abspeckgeser vergessen. Ich habe vorgestern einen Bienenstand besucht. Da habe ich Populationsschätzung gemacht. Da stehen 14 Völker. Ja. Ich zünde den Raucher an beim ersten Volk. Die Völker sitzen in 2 Zagen. Ja. Und beim letzten Volk, als ich dort das Volk aufmache, stelle ich fest, der Raucher steht noch bei Volk 1. Ah. Also Populationsschätzung gemacht, durchgehend ohne Raucher zu benutzen. Also die Völker dort haben alle auch die Note 1. Das heißt also sehr ruhig bekommen. Ja. Könnten wir vielleicht auch mal hinfahren. Ja. Also nicht heute, sondern irgendwann mal, weil es auch besondere Völker sind. Okay. Aus anderen Gründen besondere Völker. Hauptsache, wir haben da Empfang. Ja, das ist, den haben wir dort. Wir stehen unter der Hochspannungsleitung. Ah, ja. Vielleicht sind sie deswegen so ruhig, die Bienen. Ah, aber Gerhard, du hast doch auch schon viel so mit Zucht und sowas alles gemacht. Ja. Da züchte ich übrigens auch, da teste ich Zuchtmaterial. Moment, jetzt. Abspeckgitter, Honigraum. Fertig. Fertig. Im Honigraum habe ich mittig ein paar ausgebaute Helle. Am Rand Mittelwände. Dazu gab es eine Frage im Chat, nämlich von Michael, der fragt, ob nicht ausgebaute Riemchen einen positiven Effekt gegen die Schwarmstimmung haben. Je mehr sie arbeiten müssen, desto weniger schnell geraten sie in Schwarmlust, ja. Und mehr. Aber nicht mit 10 Mittelwänden. Besser ist, der Honigraum wird leichter angenommen, wenn man in den Honigraum auch ausgebaute Waben. Und bewährt hat sich 4 ausgebaute Waben und rechts und links bei 10 Wabenkisten 3 Mittelwände. Aber wenn du keine 4 ausgebauten hast, dann nimmst du 10 Mittelwände. Dann nimmst du 10 Mittelwände, genau. Sie gehen, also wenn die Tracht loslegt, dann gehen sie halt ein bisschen schneller in den Honigraum, wenn da schon was ausgebaut ist. Aber dann sind sie halt einen Tag später drin mit nur Mittelwänden, oder? Mhm.
oder auch da, zwei. Ja. Mir fällt da gerade noch eine weitere Frage ein, die ich gesehen hatte. Die bestand schon, bevor wir angefangen haben im Chat. Ich wusste nicht, dass das geht, aber offensichtlich geht's. Jemand hat wohl Wachs zum Umarbeiten gegeben, beziehungsweise zum Tauschen, glaube ich, zum Eintauschen. Manche Händler bieten das ja an, dass man Wachs eintauscht. Also man gibt seinen Wachs ab und bekommt dann eben das andere zurück. Und hat da Wachs zurückbekommen, was so einen sehr intensiven Geruch, Tabakgeruch, Rauchgeruch irgendwie hatte. Hm. Ist es ein Problem, wenn die mal das so ein bisschen... Das weiß immer keiner. Ich kann nur sagen, dass das, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt einen großen Wachsverkäufer, sage ich mal, der hat eine relativ kleine Klitsche, was Imkereibedarf angeht, aber in Wachs ist er top. Und da habe ich... schon von Anbeginn vor 25 Jahren das Wachs, was man ja als Einsteiger kaufen muss, habe ich gekauft. Und da ich stark expandiert habe, habe ich dann immer wieder da Wachs gekauft. Und dieses Wachs stammte aus Afrika, weil es bei uns viel zu wenig rückstandsfrei ist. Also wirklich absolut rückstands, dich mögen es aber heute, absolut rückstandsfreies Wachs gibt es, ist weg, jawohl, gibt es viel zu wenig in Deutschland und es wurde aus Afrika eingeführt. Mhm. Da ist sicher auch nicht alles top, aber bei demjenigen wusste ich, vielleicht besuchen wir den auch nochmal, mal gucken, da wusste ich, dass mit Sicherheit alles okay ist. Und das hat ganz furchtbar nach Qualm gerochen. Allerdings, sobald die Mittelwände eingelötet waren und erst recht, wenn sie dann auf den Völkern saßen, war das innerhalb von 2 Tagen weg. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Herkünfte und Also das heißt, aber wenn man sozusagen ein rückstandsfreies Wachs kauft, was so ein Analysebericht mit dabei hat, sollte das erstmal kein Problem sein. Genau, und da muss man aufpassen, das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, dass nicht nur 5 Substanzen auf dem Analysebericht stehen, sondern das muss schon wirklich, weiß ich nicht, 150 oder sowas, die gängigen Varroazide, Pflanzenschutzmittel, Wachsmottenbekämpfungsmittel etc., Repellents, mit denen man abschrecken kann, Bienen, das sollte da alles drauf sein, untersucht sein. Wachs ist, glaube ich, immer noch ein großes Problem, weil es kein Nahrungsmittel ist in Deutschland, gibt es keine klaren gesetzlichen Vorgaben für den Begriff rückstandsfrei. Und da könnte also ein Verkäufer auch sagen, liebes Labor, prüfe mal bitte auf DDT. Wenn das nicht drin ist, dann schreibe ich drauf rückstandsfrei und irgendwo ganz klein für DDT oder so. Also muss man mal aufpassen. Also man muss so ein bisschen selber drauf achten. Genau, selber recherchieren, kritisch nachfragen. Ich lege immer Wert drauf, dass mein Wachs wirklich wieder zu mir zurückkommt. Da braucht man dann entweder Vertrauen zu dem großen Händler, wo man hingeht. Oder es gibt Gott sei Dank ja inzwischen auch ganz viele ganz kleine Wachsumarbeiter. Hier in Witten zum Beispiel ist auch einer. Da darf man sich daneben stellen und gucken, wie das Wachs verflüssigt wird und dann zu Mittelwänden. Ja. Also da weiß ich, ich kriege meins zurück und dann ist es mit Sicherheit okay. Ja. So, also jetzt würde ich mal da vorne anfangen. Ja, das war ja jetzt ein Malheur. Bei den anderen ist eher nichts, aber wir gucken einfach mal hier durch, was da so zu tun ist. Ja. Magst du hier oder dich auf die andere Seite setzen? Nicht, dass du hier stolperst. Ich setze mich zum Auto. Stolper nicht, Gerhard. Du musst aber hier bleiben, weil du musst gleich die geschröpften Waben auf die Königin kontrollieren. Ich habe nämlich meine Lesebrille vergessen und nicht, dass ich einen Sammelbrutableger mit Königin mache. Hat sie überhaupt eine Lesebrille? Gerhard stellt in Frage, ob du überhaupt eine Lesebrille hast. Ja, ich schon, eher nicht. Und hier habe ich übrigens einen Sammelbrutableger am 27.04. hergebracht von woanders und schon gleich einen Fehler gemacht. Guck mal. 27.04. 1930 ist ja vor 4 Tagen. Und guck mal, ich habe den Deckel verkehrt rum draufgelegt. Oh, ja. Und dann Waben haben sie vergessen. Und Waben vergessen. Da war es schon dunkel und da war ich offenbar etwas im Delirium. Und jetzt kann ich aber behaupten, dass es Absicht war. Ja. Weil wenn ich jetzt in diesem Sammelbrutableger, das sind also viele fette Brutwaben aus verschiedenen Völkern eines anderen Bienenstandes, wenn ich auf diesen Wildbauwaben jetzt Stifte sehe, dann weiß ich, dass ich versehentlich von irgendwo mindestens eine Königin mitgenommen habe. So, wir gucken Spannung! Das war aber natürlich nicht Absicht, dass ich es jetzt wieder hier bauen lasse. Was sind Stifte drin? Oh, verflixt Gerhard! Hier muss jemand die Königin suchen. Ja, ich sag's dir. Es war dunkel und ich habe schon gedacht, ist das eine gute Idee, das im Dunkeln zu machen? Ja.
Ah ja, dann könnte man das aber als Tipps und Tricks für Imker sagen. Lass eine Wabe also weg. Also auch hier. Dann siehst du sofort, bitte, dass die Königin drin ist. Da jetzt hier, da sehe ich ein paar Eier. Alter Bibsch, ja. Habe ich es doch geahnt. Vielleicht ist sie direkt hier drauf. Ach woher. Wie ach woher. Könnte doch sein. Ist es nicht lustig? Imkern ist immer lustig. Ja. Ja gut, wenn man schon ahnt, wo man den Fehler gemacht hat, dann kann man es vielleicht leichter verkraften. Es war recht düster und dann habe ich gedacht, ach, da sitzt sie schon nicht drauf. Was ist natürlich, sitzt aber sie drauf. Aber guck mal, interessant, was machst du jetzt mit dem, also jetzt müsstest du zu dem Stand hin, wo du die potenziell rausgeholt hast. Ja, und, das ist allerdings richtig. Also erstens mal muss sie ja jetzt hier raus, weil ich will ja hier eine Völkervermehrung machen, ja. Königinaufzucht. Königin auf Wabe 4. Und zweitens habe ich ja ein weißelloses Wirtschaftsvolk am anderen Stand, aber die haben ja schon Nachschaffungszellen gezogen und da jetzt einfach die Königin wieder reintun, ist auch nicht einfach. Deswegen mache ich so, dass wenn wir jetzt eine Königin finden, dann mache ich einen Königinableger. Und das Restvolk, was ich jetzt entweißelt habe versehentlich, das wird auch noch zu einem Pflegevolk. Und dann haben wir es aufgeräumt. Aber das ist ausdrücklich nicht Ziel beim Brutwabenschröpfen und Sammelbrutableger machen. Ist das nicht hübsch, was sie hier machen? Hier eine Königin mitzunehmen. Damit habe ich ja jetzt ein Wirtschaftsvolk entweißelt. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, also da wollte ich gerade kurz einmal die Aufmerksamkeit drauf lenken. Das Wirtschaftsvolk, was du jetzt entweißelt hast, das wirst du da auch ist sie. Aufteilen. Bitteschön. Ja, das würde ich dann auch doch wieder... doch nicht auf Wabe 4. Sag ich doch, dass er auf dem Wildbau vielleicht ist. Vielleicht sind da ja mehrere drin. Ah, hör auf. Kann natürlich auch sein. Aber das ist tatsächlich relativ selten. So doof. Guck mal, ich habe schon geahnt, dass ich wegen der Düsternis eine Königin versehentlich mitgenommen habe und habe schon einen Käfig dabei. Und sie hat die Königin gesehen ohne Lesebrille. Ja, weil sie so schön blau ist. Sehr gut. So, jetzt müssen natürlich ein paar Bienen rein. Mal gucken, vielleicht kann ich die woanders brauchen. Laura, zeig mal gleich den Kreis. Habt ihr einen Kreis gebastelt? Ich habe schon gesehen. Ja, vielleicht gibt es das auch schon. Ja, oh, zack, da fliegen sie wieder raus. So, jetzt sind 5 erstmal drin. Da ist jetzt auch noch kein Futter drin. Ich muss mal überlegen, was ich gleich mit der mache. Aber haha, wir haben sie erwischt. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt muss ich aber da unten natürlich das Datum ändern. Die sind nicht am 27. entstanden, sondern jetzt am 1. Und das heißt, dann kann ich in 9 Tagen hier eine Zuchtlatte bringen. So, guck mal, und jetzt kommt dieser, jetzt muss ich dir das kurz hier zeigen. Oh ja, zeig mal. Laura hatte eine Idee, man könnte ja, es gibt ja so Kringel, wo man so ein Datum einstellen kann und dann sieht man die anderen Daten direkt. Genau. Oh, und das haben wir quasi für... sehr hübsch. Genau, also hier unten steht einfach einmal so rundherum den ganzen Daten drauf. Und jetzt kann man hier an der Seite einstellen, alles klar, 1.5. Und dann weißt du direkt, okay, am 10.5. musst du das nächste Mal aktiv werden, am 9. und am 23. Ja, sehr gut. Ne, hier so, das ist aus deinem PDF geklaut. Bisher kenne ich solche Dinger tatsächlich, aber nur mit plus so und so viele Tage und nicht für Trottel direkt zum Ablesen. Ja, das ist ja sehr schön. Das ist für die faulen Menschen. Ja, sehr gut. Und also da kannst du jetzt einfach schieben, welches Datum du startest und dann. Ich habe jetzt die Daten hier irgendwie von, guck mal, hier oben ist die Grenze, 30.07., 1.04. Also am 1.04. ist der früheste und der letzte Behandlungstag wäre dann 30.07. Also das ist gut. Kann man ja auch noch relativ spät, Sammelbrutableger, sehr gut. Wenn man jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch weggelassen hätte, dann wäre es nee, doch nicht. Doch, dann wäre es für jedes Jahr. Mal gucken, das ist der Prototyp, Lauras Idee. Gut. Ja, und wir haben es dann einfach mal zusammen gebastelt. Ich guck mal, wenn das... Sehr schön. Mag der Gerhard aufräumen? Guck mal hier, die schönen Brutwaben. Die haben sie schon. Und oh, guck mal, es honigt. Alles voll mit. Ach du je. Jetzt Gerhard, du mal den Kopf drunter und zum Probieren. Das ist ja hier. Oh!
Wahnsinn. Aufgenommen. Ja, das... Sehr gut. So eine Sauerei macht ihr bitte nicht unbedingt, weil dann kleben die Bienen oben jetzt. Oh, aber schau mal, ist das toll. Rein zu Demonstrationszwecken. Was ist das, Gerhard? Nektar. Obstblüte bestimmt. Ja, hat irgendwie... Schmeckt auf jeden Fall. Ja. Frühlingszauber. So, ein bisschen aufräumen. Im Chat gab es eine Frage zum Sammelbrotableger, und zwar, ob man eine Zarge mit Mittelwänden draufsetzen sollte und dann noch zufüttern soll. Oder ob dann die Gefahr besteht. Das macht man erst, wenn man den Zuchtrahmen reintut. Also der Sammelbrotableger wird in der Regel mit neuen Brutbrettern und ansitzenden Bienen und einer Futterwabe gemacht. Ja, und wenn man nach 9 Tagen dann die Nachschaffungszellen brecht und Zuchtrahmen reintut, dann wird er erweitert mit einer Zarge, die den Zuchtrahmen hat und 2 ausgebaute Waben und 7 Mittelwände können da rein. Ja, aber zufüttern ist eigentlich nicht zu empfehlen, weil dann der Zufüttern braucht man nicht. Zufüttern braucht man ja nicht. Man macht es ja eventuell schon, wenn keine Tracht reinkommt. Man macht es ja während der Trachtzeit. Also da wird einfach beobachtet, wenn es honigt, muss man nicht zufüttern. Weil dann werden die Zellen verbaut. Auch fehlt noch eine. Ja, und das ist überhaupt die Regel, dass im Zuchtrahmen die Zellen verbaut werden. Und deswegen, muss man auf, also normalerweise... Nicht unbedingt, lohnt sich den Zuchtrahmen nicht in die Mitte, sondern mehr an den Rand zu hängen. Also nicht ganz an den Rand, sondern in Position, also 10 Waben, Position 2 oder 9. Da unten rein. Weil der Nektar wird in der Regel in der Mitte eingelagert. Und also gibt es verschiedene. Am besten ist man macht durch? Mehrere, ein bisschen. Denkt nach, ein bisschen, gut. Macht mehrere Pflegevölker. Und bei dem einen macht man so, bei dem anderen macht man so. So habe ich dann nämlich dann auch herausgefunden, was in meinen Augen optimal ist. Ja. Ja, aber dann können wir es ja auch so machen, wie du es für optimal empfindest, ja. Und müssen es dann nicht ausprobieren. Richtig. Also nicht zufüttern, solange Tracht ist auf jeden Fall. Genau. Wenn und so wie Tracht das da gerade rausgeregnet ist, ist ja im Moment ordentlich. Ordentlich Tracht. Da sind schnell 20 Kilo drin. Sie hat ja mindestens und dann hat man Kilo. Direkt auch Futterwaben. Ja. Genau, das ist das Praktische. Wenn man relativ spät, mit eurem Kalender kann man ja auch noch im Juli arbeiten, wenn man so spät tatsächlich noch eine späte Königinnenaufzucht macht, raten wir ja auch immer wieder, die Völker, die dann entstehen, die Jungvölkchen sind sicherlich im Oktober nicht stark genug, weil sie zu wenig Zeit haben, sich zu entwickeln. Aber dann nimmt man 2, 3 von denen im Oktober, packt die zusammen und hat dann überschüssige Jungköniginnen, was ja von Vorteil ist. Und dann müsste man sie wahrscheinlich zufüttern, aber erst nachdem man die Zuchtlatte eingehängt hat, dann kann man auch ein bisschen Futter geben, damit man Futterwaben produziert. Aber jetzt, April, Mai, Juni, ist es in der Regel kein Problem. So, das waren jetzt 2 Sonderfälle, jetzt machen wir mal vernünftige Völker. Hier sieht man, ist schon eins erweitert, aber auch erst vor 3 Tagen. Wir gucken uns mal 1, 2 an und dann ist auch Zeit, dass der Gerhard seine schönen Daten zeigt. Aha, sie haben schon verbaut. Stockmeißel brauche ich, Honigraum trennen. Da ist aber noch nichts. Ja. Bisschen ausgebaute Waben, aber richtig viel ist nicht drin. Da kannst du ja mal gucken, ob im oberen Brutraum es ausschüttet aus den Waben. Da sind natürlich weniger Bienen jetzt, drin. Jetzt machen wir wieder hier zurück zu live an Pias Bienenstand. Ja. Pia, normalerweise würdest du jetzt einfach nur kurz hier Tippkontrolle ankippen. Wie schwer ist denn die Zarge? Leicht, gut, okay. So, Drohnenrahmen. Oh, guck mal. Vor 3 Tagen eingeschoben und hier vorne und hinten die Bautrauben sind schon. Gut, in der Mitte die Bautraube Tagen. Ist noch am Machen. Die dritte Wabe von links, deine Herzallerliebste, die könnte ich schröpfen. Sieht man das? Ja. Die sieht wunderbar aus. Und die sitzen tatsächlich auch unten und oben, also sind meiner Ansicht nach stark genug, dass ich jetzt schon eine Wabe schröpfen kann. Das hätte jetzt auch noch eine Woche oder 2 Zeit, aber dann besteht Gefahr, wenn sie so ein bisschen schwarmlustig in den Genen sind, dass sie dann schon überlegen zu gehen. Noch dazu sind die auch wieder so ein bisschen zickig und dann will ich nicht, dass ich da unten im unteren Brutraum bei den Bösen die Schwarmzellen brechen muss.
Das ist ja ein weiterer Vorteil von zwei Bruträumen. Wenn man geschickt imkert, ist man nie in Schwarmlust mit seinen Völkern und muss nie unten rein zu den kleinen Arschlöchern. Unten sind die Arschlöcher. Oben sind die Braven. Unten sitzen die älteren Bienen und die älteren neigen eher zum Stechen als die jüngeren. So, hier haben wir auch schon die ersten Spielnäpfchen. Also andersrum als beim Homo sapiens. Aber nichts mit Schwarmlust, alles gut. Keine Schwarmlust. Nimmst du jetzt eine raus? Jetzt nehme ich eine raus und zwar die, die ich von unten gesehen habe. Das war, glaube ich, die dritte von links. So, ganz vorsichtig rausnehmen, wenn man die als erstes nimmt. Wenn daneben die Drohnenwabe ist, sitzt ja höchstwahrscheinlich da auch wieder Madame drauf. Ja. Nicht, dass ich die da kaputt mache. Guck, da ist sie bestimmt nicht drauf. Guck, die Bautraube in der Mitte. Nee, hier ist was runtergefallen. Aber die sind garantiert schon bestiftet hier. Ja, sind Stifte drin. Ja, eben. Also das dauert nur ein paar Tage, dann ist der voll ausgebaut, bestiftet und zwei Wochen später ist alles verdeckelt, dann kann man schneiden. Also guck mal, da ist die Königin drauf. Ja, wo? Ich habe keine Lesebrille verflixt. Die ist da ist sie, ja. Ja, da ist sie. Hier, siehst du das auch mit deiner Krücke? Das ist super. Mit der Krücke. Die ist natürlich ordentlich groß auch. Also. Ja, guck, so kann man die Königin leicht finden. Wenn man die Königin nicht findet, dann den Drohnenrahmen. Und wenn er in dem Zustand ist, findet man sie. So. Ich glaube, sie hat die, ihre Bienen gut daraufhin ausgelesen. Ne? Ja, ja, du wieder. So, von den Völkern nachgezüchtet, wo die Königin auf dem Drohnenrahmen sitzt, Königin, wenn sie kommt. Die ist jetzt markiert. Machen wir einen Punkt, weiß ich, sie ist markiert. So, jetzt trocknen. Und ankleben. Und reinwerfen. Schwupp ist sie weg. Und dann noch reinjagen. Und den, jetzt weiß ich ja, hier ist sie nicht drauf, also muss ich da jetzt nicht suchen. Also, brauche ich nicht gar nicht zu gucken. Oh, wunderschön. Guck. Ja. Fünf, sechs. Und es schüttet. Guck mal. Ja, ja, ja. Aus den paar Zellen, die nicht bebrütet sind. Genau, ich tue es mal so, in meinen. Zeig mir einmal. Und zeig mir einmal, wie viel Achtel. Noch nicht ganz toll, sondern man sieht, wenn man hier die Wabe hälftelt, dann sind 4/8, also die untere Hälfte, fast voll. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und oben wären dann nochmal, hier ziehe ich die Männer ab, hier sind ein paar Jungs dazwischen. Also wenn es hochkommt, sind 6/8 verdeckelte Brut drauf. Mhm. Und das ist schon okay. Und auf jeder Seite? Auf jeder Seite, glaube ich. Ja, 6/8, 6/8, 12/8, 4800 Zellen. Und die, das sind aber nur 4.782. Und sag mal noch mal zu der Menge der Bienen hier drauf, was, Gerhard? Bienen, da sind es gut, fast 4 und ja, fast 2. Also 600, reichen die? 600 Bienen, ja, ja, die reichen. Die reichen. Da schlüpfen ja ganz viele. So, an den Rand. Muss nicht zugemacht werden, da können ruhig 3 abfliegen. Aber so, jetzt brauche ich Ersatzwabe. Ich habe doch irgendwo noch so braunes Gedöns. Da ich die Wabe aus dem Brutraum, nein, ich nehme eine Mittelwand. Und zwar aus einem Grund, wenn ich eine Mittelwand reintue für die geschröpfte Wabe, jetzt so ziemlich mitten ins Brutnest, dann wird die sofort ausgebaut und in 2 Wochen ist das eine bis zum Rand komplett mit Arbeiterinnenbrut belegte und verdeckelte Brutwabe. So schön wie nie eine andere, bis zur Kante tatsächlich mit Stiften, also mit belegten, mit verdeckelten Zellen voll. Und dann kann ich mich nicht da zurückhalten, die dann in 2 Wochen wieder zu schröpfen. Habe ich übrigens immer wieder sonntags am Lehrbienenzentrum. Am 9. April war ein Sonntag, ja. Habe ich ein Volk vorgeführt und dann eine Mittelwand, die am Rand war, mitten ins Brutnest gehängt. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass einen Sonntag später wieder viele Leute da waren, um zu gucken, was passiert ist. Ah, und? Die Mittelwand war ausgebaut und bestiftet. Ja. Und das hat wieder dazu geführt, weil ich ja vorher gesehen, man das nicht alles so, ich habe keine Bienen abgeschüttelt, ne? Habe gesagt, es ist komplett ausgebaut. Dass 7 Tage später kamen die Besucher wieder und haben gesehen, dass die Mittelwand, also die Wabe fast komplett verdeckelt war im Zentrum. Ja, und dann 7 Tage später, also 21 Tage nach dem Einhängen des, der Mittelwand, wieder geguckt. Wieder gleiche Zuschauer und da waren die ersten Zellen gerade am Schlüpfen. Da haben wir den ersten Bienen zugeschaut, wie sie geschlüpft sind und nach 21 Tagen, das sind die, die
um 10 Uhr, also die Königin ist sofort auf die Mittelwand und hat angefangen zu stiften, ja? Ja, ja. Am Sonntag. Und ja, und jetzt haben wir uns verabredet, wieder sonntags, am nächsten Sonntag sind wir wieder dort, weil dann zu sehen ist, wie viel innerhalb von 7 Tagen geschlüpft ist. Und dann kann man auch sehen, dass die Königin sofort wiederkommt und bestiftet, ja? Weil es macht keinen Sinn, im geheizten Brutnest leere Zellen zu heizen, ne? Sondern da wird alles, was da wird, nichts Leeres alles gehabt, beheizt, genutzt. Ne? Also die Bienen sind da in der Beziehung sehr viel ökonomischer als ja, der Homo sapiens. So, Pia, du hast schnell durchgeguckt und? Keine Schwarmlust und keine schöne Wabe zum Schröpfen. Also lasse ich sie. Hattest du hier was rausgeholt? Da habe ich nur was gucken? Raus, um mal zu gucken in der Helligkeit, ob da ein Ei drin ist, ist aber nicht. Ach so. So, laut sprechen. Und sind die schon im Honigraum? Ja, warte mal. Ja. Aber er ist ganz leicht. Mhm. Im Chat hatten jetzt einige das Problem, dass die beiden Bruträume überquillen, aber die noch gar nicht in den Honigraum gegangen sind. Das hängt von der Trachtsituation ab. Also ich sage, westlich des Rheins hat es sehr gut gehonigt und östlich des Rheins bis jetzt relativ schlecht. Das sieht man, wenn man bei Trachtnet guckt, und zwar die Ländermittelwerte. Die Länder der Bund, also NRW und Rheinland sind viel besser. Oder man muss im NRW die Mittelwerte von den Landkreisen angucken. Ja, und da findet man, man kann alle Mittelwerte, die Mittelwerte aller Landkreise in Deutschland angucken. Ja. Da ist man eine Stunde beschäftigt. Ja. Und dann sieht man sehr schön, dass es im Südwesten bis jetzt besser gehonigt hat, früher angefangen hat als im Nordosten der Republik. Ja. Und zwischendrin, also hier ist... Das Volk sitzt auf einem Brutraum, weil ich zwar Honigräume dabei hatte, aber zu wenig zum Erweitern für unten habe ich wenigstens den Honigraum draufgepackt. Aber hier sieht man sofort, meine Bienen lassen sich dann nicht davon abhalten, sobald sie einigermaßen beieinander sind. Und das ist jetzt eher ein mittelprächtiges Volk, noch nicht bombastisch. Unten Wildbau zu machen. Jetzt kann man versuchen, mit irgendwelchen Brettchen und Sachen und... ja, da Wildbauverhinderungsmaßnahmen zu machen, aber wir haben ja auch noch andere Vorteile von 2 Bruträumen. Die einfache Kippkontrolle, dass sie unten Nektar zwischenlagern können, was sie sehr gerne machen, dass sie viel mehr Platz auf den Waben haben, als sie überhaupt für Brut brauchen. Das entzerrt das Ganze, sodass man nie Sorgen haben muss, dass die Völker auch nach der Honigernte hungern, weil ja auf den 2 Bruträumen immer genug Platz ist. Auch für den Drohnenrahmen ist Platz. Also es hat so viele Vorteile, 2 Bruträume zu haben. Deswegen habe ich keinen Bock, jetzt da rumzumachen, sondern ich werde jetzt, wo ich genug Material dabei habe, allen einen 2. Brutraum verpassen. Und den setze ich jetzt natürlich nicht auf den 1. Brutraum dazwischen und dann den Honigraum drauf, weil sonst würden sie den ganzen Honig über den 1. Brutraum tragen. Sondern ausnahmsweise machen wir es so, das gilt ja für die etwas schwächer ausgewinterten Völker. Moment, wo habe ich meinen Tacker? Mein Tacker. Ich habe noch keinen gesehen heute. Die ganzen Völker, die ihr jetzt hier habt, die haben also alle auf 2 Zagen. Das mache ich nämlich jetzt gleich alles. Haben hier oben den Honigraum. Hier ist das Absperrgitter und da ist der Brutraum. Und jetzt werde ich halt den 2. Brutraum, da bräuchte ich jetzt noch einen gelben, der kommt unten drunter und das ist das, was ich jetzt einfach mache. Das hat den ganz großen Vorteil, selbst wenn das Volk sich etwas schwächer entwickelt und den unteren, den frisch untergesetzten 2. Brutraum gar nicht richtig voll braucht und voll bebrütet, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, die folgenden Wochen bis Ende Juni, bis zur Sommersonnenwende, also noch 8-9 Wochen, durch die Kippkontrolle die Schwarmlust zu diagnostizieren. Das geht nicht, wenn sie auf einem Brutraum sitzen. Dann machen sie nicht die Schwarmzellen über dem Boden oder nur in Ausnahmefällen. Wenn ihr 2 Bruträume habt, selbst wenn der untere Brutraum später dazu kam und nicht richtig voll ist, sind Schwarmzellen zu 80% an der Unterkante des oberen Brutraums, sodass man die Kippkontrolle machen kann und nicht dauernd Waben ziehen und mit den Bienen sich konfrontieren muss. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument, aber nur eines von mehreren, gegen die Datternbeute. Ja. Und wenn man dann immer wieder gesagt bekommt, dass besonders Berufsimker Datternbeuten haben,
dann überlege ich mir, warum. Ja, gibt es dann zwei Gründe. Sie lassen imkern. Der zweite Nachteil der Datternbeute ist die Wabenhygiene. Hier kann man, wenn man im Honigraum dasselbe Maß nimmt wie im Brutraum, dann kann man die alten Waben leicht ersetzen durch die Waben im Honigraum. Ne? Während das bei einer Beute, die im Honigraum Flachzarge hat, da geht das nicht. Das ist verrückt. Ne? Und ich habe ja auch untersucht, weil es ja behauptet worden ist, dass in den Datternbeuten auf den großen Waben die Brut macht natürlich mehr Eindruck, ne, da die großen Brutflächen, also die Völker sich besser entwickeln. Ich habe es untersucht, das stimmt einfach nicht. Den Bienenvölkern ist es scheißegal, ob sie im Brutraum auf wenigen großen Waben oder auf vielen kleinen Waben oder kleineren Waben sitzen. Ich habe sogar Flachzagen von Zander genommen, drei Flachzagen im Brutraum. Und da haben die genauso viel Brut angelegt wie in einem Brutraum mit einer Doppelzanderwabe. Ne? Anfangs habe ich ja nicht mal Datternd genommen, sondern habe einfach nur Rämchen konstruiert, die in zwei Zagen reingepasst haben. Und dann hat es geheißen, aber Datternd wäre anders, also habe ich dann auch noch Datternd bauen lassen und getestet. Mhm. Guck doch mal, das ist sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bautrupps haben da gleichzeitig angefangen. So, da vielleicht die Königin drauf, dann könnte ich leichter schrupfen. Ich sehe sie Männer nicht. Männer sehe ich, ja. Ich sehe Stifte. So, guck mal, wir lassen noch ein paar mehr Augen mit drauf gucken hier. Zeig doch mal die andere Seite. So. Da ist auch ein Mann. Wer sieht die Königin? Da ist noch ein Mann. Da ist noch ein Mann. Wir suchen Königinnen. weil ich will da eine Wabe schrüpfen. Ja gut, dann schrüpfen wir mal die Wabe. Aber Gerhard, gleichzeitig könnte man das ja auch als ein Argument... Zeig mal, nächste Wabe, da ist sie nicht drauf. Nee, ich will ja eine Wabe jetzt suchen. Ach so, du suchst eine Wabe, ja, dann wäre die geeignet. Ja, die ist doch okay, oder? Die passt mir. Zeig noch mal die andere Seite, die jawohl. Passt mir eh nicht. Hervorragend. Du bist sicher, dass sie da nicht drauf ist? Nee, das bin ich nicht. Ja, du sollst gucken, ob sie drauf ist. Ich bin mir sicher, dass sie nicht drauf ist, wenn ich es woanders gefunden habe. Ich habe keine Lesebrille. Komm, wir gucken mal. Ich habe sie nicht gesehen. Guck mal, die nehme ich auch deswegen gerne raus, weil wenn ich die in den Sammelbrutableger tue, dann ist die ja nach 3 Wochen komplett brutfrei. Oh, gut, nach 3 Wochen und 3 Tagen, dann sind die Männer hier geschlüpft. Und wenn ich dann den Sammelbrutableger mit den frisch geschlüpften Königinnen verteile, kann ich diese Wabe zum Beispiel entsorgen. Der Gerhard geht jetzt ins Bild. Darf ich mal die Königin? Nein, du brauchst sie nicht suchen. Die ist hier nicht drauf. Ich mache weiter, Gerhard. Na, ich will hier. Guck mal, diese komische Wabe passt mir nämlich nicht, weil die hat hier aus irgendwelchen Gründen ein Fraßloch. Und da machen die Bienen gerne hier so Schwarmzellen dran, die man dann übersieht, wenn man von unten guckt. Also, Gerhard, die ist hier nicht drauf, oder? Ja, die ist da nicht drauf, deswegen, ich will sie ja suchen. Nein, damit du sollst sie nicht suchen. Gerhard, nicht überanstrengen heute. Ja, setz dich mal hin. Ist noch eine Schöpffarbe. Eine reicht, glaube ich. Ja, ein bisschen Honig sollen sie ja auch noch bringen. Oh. Man würde tatsächlich ja jetzt vielleicht noch nicht schröpfen, wenn man mehr Honig haben will, aber mir machen Ableger mehr Spaß als Honig. So. So, Gerhard, geh zum nächsten. Ach so, du brauchst gar nicht die Königin sehen. Ich will bloß wissen, dass er auf den Schröpfwaben nicht drauf ist. Ja, und mir tut es ganz gut, wenn ich hier sehe. Du mit deiner Krücke am Volk. Honigraum sind sie drin, aber er ist ganz leicht. Oh. Kriegen die jetzt auch direkt einen weiteren? Ja, die Wildbaum. Kriegen jetzt alle einen untergesetzt, weil ich keinen Wildbau im Boden haben will. Ja. Und dann die nächste, guck, die sind auch schon, die haben gerade hier angefangen. Wenn ich in der Woche wiederkomme, haben die auch alles voll unten. Und dann sitzt da die Königin drauf und dann muss ich Waben ziehen, um die Schwarmlust zu diagnostizieren und ich will ich alles nicht. So, kann man da was schröpfen? Jawohl, 5. von rechts vielleicht. Pipi Lotta hat den Brutraum untergesetzt. Da waren aber oder sind bis heute keine Bienen, aber stattdessen war dort eine Maus, die Mittelwände aufgefressen hat. Dann ist es ein recht schwaches Volk gewesen, weil aktuell, wenn man bei mir mal guckt, solche habe ich auch.
Die guck mal auch noch an. Ich habe keine Fluglocheinengung. Ich kenne es nicht, dass es im zeitigen Frühjahr notwendig ist, das Flugloch einzuengen. Das sind ja alles Wirtschaftsvölker und selbst die schwächeren Völker verteidigen sich jetzt gegen Mäuse und alles mögliche andere Zeug. Also das ist dann wahrscheinlich entweder ein sehr, sehr braves, mäuseaffines Volk oder halt ein etwas schwaches. Kenne ich nicht, dass die den unteren Brutraum schreddern, die Mäuse. Nee, hatten wir auch noch nicht. Gell? Ist wahrscheinlich jetzt, ja. Oder es sind Killermäuse. Bergische Killermäuse hatte ich auch schon. Die haben sich unten durch die Plastikwindel ein Loch gefressen. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Im Bergischen Land. Was es alles gibt. Wo ist denn mein Stockmeißel beim Herrn Doktor, der hier rumspielt? Hier. Was? Kannst nehmen. So, die fünfte sah von unten gut aus. Ah, wir können erstmal hier Drohnenrahmen gucken. Vielleicht ist Madame drauf. Dann muss ich nicht drauf achten. Jawohl, gucke mal. Da ist sie. Ist das nicht gut? So, Gerhard, du kannst den anderen, glaube ich, wieder zumachen. Ne? Du brauchst noch eine Mittelwand. Da müssen ja zwei Waben rein. Nein, ja, du Mittelwand. Kannst den Drohnenrahmen hier unterbringen. Bestimmt ist die Königin doch auf dem Drohnenrahmen. Ja, wahrscheinlich. Deswegen tue ich jetzt die Bienen von der Wand hier noch mit rein, sicherheitshalber. Und dann bitte schön in die Mitte eine Mittelwand, junger Mann. Warum regnet denn das hier dauernd? Ja, kommt schon mal vor. Habe ich falsche? Bei Benedikt ist der zweite Brutraum komplett verhonigt. Und er hat bereits geschröpft. Was kann er tun? Die gehen aber gar nicht in den Honig. Wenn man zwei Bruträume so aufgesetzt hat, wie wir es ja eigentlich machen, also den zweiten Brutraum aufsetzen, wenn die Saalweide blüht, dann hättest du ja jetzt, Benedikt, am Rand des oberen Brutraums helle Waben, unbebrütete, wahrscheinlich voll mit Honig. Und die würde ich jetzt nehmen, gucken, dass die Königin nicht drauf ist und sie oben in den Honigraum transferieren, dafür die Waben auseinanderschieben unten, gucken, dass der Drohnenrahmen an der zweiten Position bleibt und dann mitten in die Mitte ein oder zwei oder drei Mittelwände schieben. Das kann man jetzt machen, jetzt ist es warm genug und dann ist es meist der Tritt in den Arsch, damit sie in den Honigraum gehen. Soll da die Königin ausgeschlossen werden? Da ist aber nee, dann ganz wichtig, schon, dass da noch keine entdeckt. Brut drauf war. Ach so, die war schon entdeckt. Hast, die sind genau, es darf ist keine auch, Brut drauf sein. Ist aber auch keine Wabe zum Schröpfen, ne? Das habe ich auch nicht gesagt. Weil da so viel offene Brut drauf du ist. Du könntest gut, den Honigraum gut, dass, da drauf packen. Gut, dass ihr beide einer Meinung seid. Nee, oh, das kann, guck mal. Nein, kann das kann der Gerhard nicht. Das mach ich. Lass mich machen. Aber guck mal, diese zwei Zellen und diese da, die sehen irgendwie verdächtig aus. Wollt ihr die mal? Die Königin war ja hier schon auf der Nachbarwabe. Ja. Nicht fallen lassen, hast du sie? Ja, hier nimm die Wabe mal. Die sehen so aus, als wäre da ein Ei drin. Ja, die sind lang genug. Ihr kleinen Säcke. Ich will nicht, dass ihr abhaut. Ja. So, sollen wir mal aufmachen? Ja, mach, mach du. Ja, das ist ein Ei. So seitlich, damit man die Stifte sieht. Die sehen von außen so aus, als wäre was drin. Tja, wo habe ich denn da? Eine schöne Wabe. Die haben auch keine schöne. Ah, oh, doch, hier, die geht. Also hier in den zwei Zellen ist nichts drin. Hier ist was drin. Ja. Oh, jetzt kann man auch länger. Ja. Ich hab's. Da ist was drin. Ja, ja. Siehst du, so sah es aus, gell? Moment. Da ist ein Ei drin. Fix, Halleluja. So am Rand so ein bisschen. Vielleicht. Also müssen wir eine Schwarmlust machen, Schwarmkontrolle machen. Den war es schon. Ja, jetzt sehe ich es. Ja. Ich zeig mal. Hier an der. Ja, genau. Ja, na, scharf stellen. Da ist das Ei. Ja, nee, nicht zu nah. Nicht zu, ja. Aber guck mal, die haben auch ihren Brutraum verhonigt. Oh ja. Ihr kleinen Säftler. Machen wir jetzt genau das, was gerade der Benedikt gefragt hatte. Ich schröpfe jetzt mal hier zwei Brutwaben. Da kannst du es nochmal zeigen. Da kann man sehen, wie es also steht bei dieser. Ja. Ja? Ja. Und das ist ja jetzt, ist es leichter zu sehen in der nicht beschädigten oder verformten Zelle. Da ist es leichter zu sehen. Ja. Und dann hier, weil Schatten und, naja.
So, Pia, du nimmst jetzt da zwei Brutwaben raus, weil die schwarmlustig sind, damit die wirklich... Ja, weil ich keinen Bock drauf habe, dass das Volk abhaut, wenn ich zu zögerlich bin. Ich komme zwar in 7 Tagen wieder, aber so ganz brav sind sie nicht. Und dann will ich nicht schon wieder alles durchnudeln. Also in einer Viertelstunde regnet es kräftiger. Oha. Ach, Gerhard, verschreiß nicht immer. Ja, wir gucken mal. Guck mal auf die Uhr. Ich habe jetzt alle Waben... Nee, ich gucke auf die Uhr. 18 Uhr. Angeguckt. 18 Uhr, genau. Schneidest du jetzt den Drohnenrahmen, auch wenn der leer ist? Den würde ich jetzt tatsächlich noch lassen, aber ich rate Jungimkern, wenn das Volk in Schwarmlust ist, und das ist in Schwarmlust, den Drohnenrahmen sicherheitshalber auch zu schneiden, wenn er in dem Zustand ist, weil sie sehr gerne Schwarmzellen hier irgendwo dazwischen verstecken, die man als Jungimker übersieht. Ich sehe aber, dass da jetzt keine versteckten Schwarmzellen sind. Woran sieht man das? Die enthalten eine rosa Larve und nicht eine hellblaue. Gerhard, Krücke nicht vergessen. Gehhilfe. Danke für den Hinweis. Eigentlich wollte ich dich was ganz anderes fragen. Du hast ja vorhin gesagt, bei Dadant ist kein signifikanter Unterschied dann zu erkennen in der Menge der Brutzellen. Ja. Das könnte man ja auch als Argument für Dadant auslegen. So von wegen, das ist halt egal, was man nimmt. Ist egal, was man nimmt. Ja. Also wenn es um die Brutmenge geht oder um die Volksentwicklung geht. Ja, sodass die entscheidende Frage, also das entscheidende Argument, welche Beute ist besser geeignet für die Völkerführung? Ja, zweigeteilte Brutraum und im Honigraum dasselbe Rähmchenmaß wie im Brutraum. Ja. Genau, aber man kann mit der Dant auch imkern. Natürlich. Aber man kann zum Beispiel nicht so einfach teilen und behandeln machen. Mhm. Ja? Das sind mehrere Aspekte. Und dann, als ich lange Zeit so vergleichend in Dadant geimpft habe, es ist schwerer, dort Jungvölker groß zu kriegen. Okay. Weil, wenn du, es ist ja so, dass du bei der Jungvolkbildung gar nicht so stark anfangen musst. Honigraum leer. Ne? Schwache Völker, schwach gebildete Ableger stehen im Herbst genauso gut da wie stark gebildete Ableger. Ja. Und wenn du jetzt in der Dadant-Beute einen schwachen Ableger, die sitzen unter der Decke, die wenigen Bienen. Mhm. Und die haben viel zu viel Abstand bis zum Flugloch. Okay. Die werden eher ausgeräubert, mhm, weil die schaffen es nicht, von so weit oben das Flugloch wacher zu machen. Da hilft es auch nicht, die Fluglöcher so klein zu machen. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Nachteil. Fertig. Und es gibt keine Vorteile für die Dadant-Beute. Das sehen die Dadant-Imker bestimmt anders. Wer sie mag, der soll es halt bleiben. Aber er soll nicht argumentieren, das wäre besser für die Bienen. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall falsch. Gerhard, du bringst dich schon mal in Sicherheit vor dem Regen. Wir können ja gleich mal auf deinen Computer gucken. Du hast auch ein paar Sachen mitgebracht. Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ja. Ja. Oh! Eine Viertelstunde ist bald rum. So, hier wurde ein bisschen nach unten gebaut. Von kräftigen Regen gesprochen. Ne? Jetzt ist ja nur ein Tröpfchen. Aber es sieht schon dunkel aus. Und es macht ja nichts, wenn Sie hier angefangen haben zu bauen, weil jetzt kommt ja die zweite Zage drunter. Und dann können Sie ja bauen, wie Sie wollen. So, Drohnenrahmen ist angefangen. Schwarmlust ist natürlich kritisch, aber Sie sind von der Stärke her noch nicht dick genug für Schwarmlust. Also erspare ich mir jetzt das Durchgegucke. Aber mit weniger Erfahrung müsste man jetzt alle Waben ziehen und auf Schwarmlust kontrollieren. So, sollen wir mal hier... Ich gehe hier hin und Wir gehen mal ins Trockene. Ja. Pia, könntest du gerade, jetzt würde ich dich da tatsächlich mit 2 Völker zu überspringen, oder wir machen das gleich, einmal Schwarmkontrolle ohne Honigraumablegung zeigen. Weiß ich nicht. Okay. Warte mal, erst mal hier kurz gucken. Ja, nein, dann mach einfach weiter. Guck mal hier kurz. Das ist nämlich ein Problemfall, glaube ich. Ah, okay. Nur ganz kurz gucken. Nochmal das. Die sind ein bisschen stärker. Ja. Merkt man am Gewicht. Schon auch mehr da oben drin. Da ist schon ein bisschen was drin. Und wenn sie stärker sind, dann habe ich nämlich der Boden voller extra gelassen, damit man sieht, wie schön sich das entwickelt. Ja. Oh. Er lacht. So sieht das aus.
wenn man gute Völker auf einem Brutraum hält. Ich weiß, dass es Berufsimker gibt, die das erfolgreich machen mit Zander in einem Brutraum. Dann hat man ja einheitlich große Waben. Aber dann muss man ununterbrochen schröpfen. Hm. Also ihr seht ja, dass denen zu eng ist hier. Wenn ich jetzt einen zweiten Brutraum drunter packe, dann ist das sinnvoll verbaut unten. Dann bauen die natürlich auch, aber dann bauen sie unten im unteren Brutraum. So, und hättest du jetzt eine Bausperre drin, dann wäre das wahrscheinlich unter der Bausperre drin. Dann bauen sie die Bausperre ein und machen pff. Also zwei Bruträume, Leute. Du hast dir gewünscht, das mache ich gleich weg, während ihr mit Gerhard guckt. Ja. Du hast dir gewünscht, dass ich die Kippkontrolle mit aufgesetztem Honigraum mache. Ich habe deswegen gesagt, weil das hier aktuell kein Schulungsstand ist und ich deswegen meine nicht passenden Zargen genommen habe und es jetzt sein kann, dass der Honigraum eine Zarge ohne Rutschleiste hat. Ja. Wenn man bei verschiedenen Herstellern genau die gleiche Kiste kauft, dann passen die häufig nicht und dann musste ich bei etlichen Zargen die Rutschleiste abreißen, damit die aufs Absperrgitter passt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob hier eine Rutschleiste drunter ist oder nicht. Je nachdem, wie gut die das verkittet haben. Genau, und es kann sein, dass es jetzt abrutscht. Wir gucken trotzdem. Aber es kann sein, dass es abrutscht, wenn das eine ohne Rutschleiste ist. Ja. Bei meinen Schulungsstandorten gucke ich, dass ich hier die mit Rutschleiste habe. Hm. Dann geht es tatsächlich auch. Ja. So, hier habe ich übrigens auch untergesetzt, vor 3 Tagen die zweite Zarge untergesetzt. Achso, ich komme rum, mache euch so, wie du immer machst. Also einfach so. Nach hinten ziehen und dann muss man geschmeidig in den Knien sein. Und dann kann man das so kippen und hier sieht man, habe ich keinen normalen Drohnenrahmen eingesetzt, sondern diese Kante nur oben, die ich gerade bei dem anderen auch rein hatte. Ja. Diese Oberkante des Rähmchens. Und da sieht man wunderschön, hier ist schön Zipfel gebaut, 3-4 Zipfel. Also sie haben angenommen, unten gehen sie durch. Da werden sie demnächst auch ein bisschen brüten. Aber es tut sich aktuell das meiste oben. Und das ist gut, weil sie dann auch schon in den Honigraum gehen. Und es geht offensichtlich. Nicht schwarmlustig. Nicht schwarmlustig, ist alles okay. Jawohl. Gut. Auch ohne Rutschleiste. Okay, danke. So, jetzt quetsche ich mal den Gerhard aus. Jawohl, und ich krustel mal hier noch ein bisschen. Wobei, wenn du das da jetzt abmachst, Bienen vertreiben und dann vorsichtig rausnehmen. Ne? Das ist jetzt quasi noch mal etwas schlimmer als das, was wir eben hatten. Ach nee, ich mache erst Folgendes. Ich setze erst die untere Zarge drunter und dann fange ich an rumzusauen, weil dann klatschen mir hier die Bienen nicht in den Boden, sondern auf die untere Zarge. Ah. Und vor allem merke ich hier gerade, dass hier alles voll ist mit Honig. Oh, Wabenhonig. Sieht man das? Yeah. Okay. Und dann mache ich lieber die Sauerei auf die untere Zarge als in den Gitterboden. Also ich setze erst die untere Zarge drunter, dann räume ich auf. Und jetzt hole ich mir eine Jacke. Warum regnet das? Ja, das ist... warte kurz. Laura, du bist nicht zu hören. Jetzt nochmal bitte. Gibt es noch Völker, die du verkaufst? Nee, ich verkaufe keine Wirtschaftsvölker, weil ich einen Großauftrag für einen wissenschaftlichen Versuch habe. Und bei dann uns gibt es noch 4, die wir dringend loswerden müssen. Ich wollte gerade sagen, ganz tolle Völker, weil Laura und Martin handgepäppelt, liebevoll, alle wissenschaftlichen Dinge haben die Bienen schon gelernt. Nein, aber also insgesamt, ich weiß, dass es auf jeden Fall noch, es gibt noch Völker. Also oh, unter anderem bei uns. Genau. Und super. Ich kann auch noch ein paar weiter vermitteln. Also wer Bedarf hat, melden. Und ihr müsst ja, wenn ihr jetzt Wirtschaftsvölker kauft, auch nicht 5 kaufen, weil ihr könnt ja aus jedem Wirtschaftsvolk selber 3 Ableger machen. Also übernehmt euch da nicht. Das reicht ja, wenn man da 1, 2 und dann ist gut. Ja. So, Gerhard. Soll ich einen Schirm aufstellen hier? Das kriegen wir. Guck mal, dafür sind Autos mit Heckklappe gut, weil da kann man sich unter der Heckklappe verstecken. Ja. Verstecken. Ja. Aufhalten. Laura läuft weg oder so? Oder? Ich wollte mir eben einen Schirm holen. Ach so. Okay. So. Kannst du das sehen oder kannst du das zeigen? Ja, was sehen wir denn hier? Da sehen wir hier die Entwicklung eines Bienenvolkes. Und zwar die... Jungvölker habe ich relativ spät gebildet. Oh, warte mal, ich muss ja eben Pia stumm schalten. Die macht sonst so viel Krach da hinten. Guck mal, wir gucken einmal da hinten. Die ist zugange. So. Ja. Die Jungvölker sind 9 Völker, die jetzt gezeigt werden. Immer. Ja. Völker habe ich relativ spät gebildet. Irgendwann war das im August erst. Mhm. Dann habe ich die Völker im Abstand von
21 Tagen geschätzt. Ja? Ja. 23.8., 13.9., 14.10., 25.10., 15.11. Dann wurden sie eingewintert. Ja. Ja, am 15.11. Und dann habe ich sie am 15.2. die erste Auswinterung. Dann am 24.3. jetzt kein 21 Tage Abstand. Mhm. Am 8.4. das ist dann auch kein, aber vom 8.4. bis zum 29.4. 21 Tage Abstand. Ja? Ja. Und jetzt sieht man, für jeden Termin sind zwei Säulen. Die erste Säule gibt die Anzahl der Bienen. Ja. Und die zweite Säule ist das sogenannte Bienenpotenzial. Mhm. Ja, weil die Bienen sind da oben drauf gesetzt, verdeckelte Brut, offene Brut. Und in der Reihenfolge offene Brut, verdeckelte Brut, Bienen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel da hinten, gehen wir mal dahin, am 8.4. war das Volk ungefähr 6.000 Bienen stark. Ja, die 6.000, ja, da sieht man auch leicht 6.000 Bienen. Und hatte dann Brut ungefähr 12.000 Zellen. Etwa die Hälfte verdeckelte und die Hälfte offene. Okay. Ja, und dann drei Wochen später hat das Volk, 14.000 Bienen gehabt. Und jetzt ist die, wenn ich die Höhe dieser Säule mit der Höhe dieser Säule vergleiche, da ist der Differenz ist abgegangen. Mhm. Ja, und man kann auch gleichzeitig erkennen, wenn man unterstellt, dass die Älteren als Erste abgehen, ne, dass etwa die Hälfte der Bienen, denen ich am 8.4. noch vor April gewünscht habe, war frohe weg. Frohe Ostern. Frohe Ostern, ja, stimmt. Ja. Frohe Ostern gewünscht habe, war weg am 29.4. Ja. Und jetzt am 29.4., also vor ein paar Tagen geschätzt, hatte das Volk, wie gesagt, 14.000 Bienen, die sind auch hier oben drauf. Ja. Und dann verdeckelte Brut, das sind dann 10, 20, 25.000 verdeckelte Brutzellen. Und etwa 11.000, 12.000 offene Brutzellen. Ja. Ja, und jetzt kann man gespannt sein, wie es drei Wochen, 29.04. Am 18. April, am 19. April werde ich die Völker wieder schätzen. Ja. Ja? So, jetzt ist es Volk 1. Ja. Ja, und dann wird auch, ich habe geguckt, wie viel Honig und. Wobei die Tracht noch nicht angefangen hatte. Ne? Mhm. Also ein bisschen Leppertracht, sodass ich sie nicht füttern muss. Aber so richtig gehonigt hat es noch nicht. Obwohl in der Nähe Raps blüht. Ja. Ja, oder Raps blüht an, aber es war einfach zu kalt hier. So, und jetzt klicken wir mal durch. Moment, ich bin normalerweise immer mit der Maus gewohnt. Ja, nee, das dreh ruhig zu dir und dann kriegen wir schon. Nee, machen wir so. Ja. Ja, Volk 2. Ja. Also schwächer. Ne, das wurde auch nur mit 2.500 Bienen eingewintert, am 15.11. Ein bisschen Brut hat es gehabt und am 15.2. ausgewintert, während fast 50% der Bienen sind im Winter verloren gegangen. Ja. Und jetzt sieht das Volk so aus. Ja? Nächste. Jetzt ist, die Skala ist aber anders, ne? Dass wir Moment. Genau, zum wechseln nochmal auf das erste. Erste, die Skala ist etwas anders. Die war 50.000 oben, die ist bei 35.000. Genau, du hast es jetzt einfach variabel. Der Computer stellt das automatisch ein. Ne? Ja, und Volk 3. Na, 55er ist wieder ein stärkeres Volk, also mindestens jetzt nach dem aktuellen. Aber man sieht, welches Wachstumspotenzial da drin ist. Ja. Aber das beste Volk kommt noch diesbezüglich. Okay. Man sieht auch, dass im Herbst die Brut verschwindet. Die Völker werden brutfrei. Ne? Ja. 25.10. keine Brut, am 15.11. ein bisschen Brut, ne? Weil Klimawandel wird immer. Die Völker würden durchbrüten, also nicht durchgebrütet. Ne? Und vor allen Dingen wird immer unterstellt, wenn sie durchbrüten, sei schlecht für das Bienenvolk. Ja? Mhm. Volk 4. Ja, wieder brutfrei geworden, da 45.000, etwas Volk 5, ne, wieder 55.000, also relativ das Bienenpotenzial 55.000. Also die Hälfte geht meinetwegen weg bis innerhalb von drei Wochen, aber dann sind es immer schon noch 27.000 Bienen. Ne, das ist das Volk stark und dann neigt es natürlich, ist egal, zu schwärmen. Volk 6, dann kommt Volk 7 und jetzt kommt Volk 8 ist verstorben. Okay. Ich hatte, also im Winter war es tot, habe ich jetzt keine Daten, aber Volk 9, guckt euch das an. So, das Volk geht bis 70.000 und es hat im Oktober, November mehr gebrütet als vorher. Ah, ja. Also die absolute Ausnahme, die absolute Ausnahme. Sieht sehr gut aus, er hat auch das einzige Volk, das er auf drei Tagen setzt zur Zeit und es hat die wenigsten Milben gehabt. Okay. Ja, behandelt habe ich die Völker erst. Obwohl die ganze Zeit gebrütet haben. Ja, behandelt habe ich die Völker erst im November, Dezember. Ja, ja. Alle. Ja. Ja, und der Nachbar,
Sieht also ähnlich das, aus. Das Volk, was direkt daneben steht. Dann. Das Volk, aber das letzte Volk, ja, genauso das gleiche. Ja. Viel Brut, mhm, im Herbst. Und es hat die meisten Milben gehabt. Okay. Ja, also insgesamt ist, wenn man das verfolgt, ich mache das schon Jahre oder Jahrzehnte lang, ja, ist zwischen der Brutleistung eines Bienenvolkes und dem Varroa-Befall im Herbst, mhm, ein Zusammenhang. Je mehr Brut ein Bienenvolk aufzieht, desto mehr Milben hat es. Ja. Für das Volk 10 gilt das, verglichen, ja, mit den anderen. Ja. Ja, für das Volk 9 gilt das nicht. Mhm. Und das kann ich dann auch darstellen, grafisch. Jetzt nicht bei diesem Volk, da muss ich jetzt bei diesem Bienenstand, ich muss da einen anderen suchen. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich. Hat jeder, hat man verstanden, ne? Das sind auch relativ schwache Völker. Ich habe auch stärkere Völker, gibt's die ungefähr so aussehen wie die besten hier. Ne? Ja, ja, ja. Gut. So, Pia sucht da hinten die Königin. Gut, jetzt gehe ich da zurück und suche mir den Castrop, ich hoffe, da diesen Bienenstand. Ist eine Excel-Datei, alles noch nicht endgültig ausgewertet, weil ja die Daten noch, ne, da habe ich jetzt nur die... Moment, ich habe gerade Pia zugeschaut, wie sie da hinten arbeitet. Da habe ich jetzt nur einen Bienenstand, also nur die Auswinterung. Ja. Noch nicht mal die Auswinterung, ich habe schon im März geschätzt, hm? Ja, nur zwei Tage. Aber jetzt will ich gucken, Moment, wenn nicht, muss ich zurückgehen, wie... CD. Moment. Ah. Pia, kommst du durch? Ah, hier habe ich es. Hier habe ich es. Eine Auswertung. Hier ist ja der Milbenfall nach Blockbehandlung, ja, im Herbst, Frühwinter eingetragen. Und, mhm, hier die relative Auswinterungsstärke am 14.02. Ja. Ja, und da sieht man, sowas, ja. Je mehr Milben, ja, das Volk hatte im Herbst, desto schlechter war die Auswinterung. Mhm. Ja, und ein Volk ist verstorben und die anderen, also 0,1 bedeutet 10% der Bienen, die ich im Oktober, November festgestellt habe, ja, sind noch da im Frühjahr. Ja. Also 90% sind verschwunden. Also das und ist dann Völkern, schon ein sehr, sehr kleines bei Völkern, Volk. Bei Völkern, die wenig Milben hatten, hm, na, also 1000 etwa, 1000, 2000, na, da sieht das dann so aus, ja, da sind dann 30% nur verschwunden. 0,7, ja. Ja. Oder hier eins mit 1,0, das sind noch alle Bienen da gewesen, die ich im Herbst gesehen habe. Hm. Also so, hm, Auswertungen werden bei mir auch gemacht. Ja? Und, hm, ich suche nach den Bienen, die wenig Milben haben, die viel Milben haben und trotzdem gut auswintern. Ja, ja. Nee, ich suche nach allem. Ja. Und warum sind jetzt hier einige so eingekreist? Sind das irgendwie... Moment, ich muss jetzt gerade gucken, welcher Bienenstand das ist. CD. Ja. Da habe ich irgendwas... Weiß, okay, ich jetzt nicht. Also das sind zwei Gruppen, ne? Ja. Also die gehören, ja, irgendwie zu... Ja, Moment, nein, das ist Folgendes. Die haben ja viele Milben gehabt und schlecht ausgewintert. Und, ja, die haben genauso viele und gut ausgewintert. Und das will ich dann, okay, untersuchen, okay, ob das genetisch bedingt ist, ja? Ja, ja. Ja, da will ich gucken, ob das nächstes Jahr, wenn ich von denen nachziehe, nicht nur nachziehe, das sind ja Jungvölker, ja, ja, die werden nochmal überwintert, ja, als solches. Ich mache zwar Zucht und sowas, mhm, aber die werden erstmal weitergeführt und dann werde ich gucken, ob sich das wiederholt. Ja? Mhm. Dann wären das tolerante Bienen, Varroa-tolerante Bienen. Das sind Varroa-tolerant und die sind nicht Varroa-tolerant. Ja? Und diejenigen sind Varroa-resistent, ja, und die sind nicht Varroa-resistent mit den vielen Milben. Ja, ja. Ja? Weil bei den Spezialisten, die sich also um hohe Resistenz oder Toleranzzucht bemühen, habe ich den Eindruck, dass die Begriffe Toleranz und Resistenz gar nicht richtig kapieren, ne? Weil es gibt ja einen Unterschied. Ne? Oder ja, ich denke mal, kapieren schon, aber vielleicht in der allgemeinen Diskussion nicht gut gehört, genug. Aber sauber definiert. Mhm. Ja, mhm, ne, wenn es die anderen im Pflanzenschutz, im Tierschutz überall korrekt gemacht wird, dann sollte, ja, man es in der Bienenhaltung auch korrekt machen. Ne? Ja, ja, das stimmt. So, jetzt aber noch, also das ist schon eigentlich, es zeigt auch, ich bin mittendrin, ja, in dieser, ja, ja, Untersuchung. Ja, 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 und jetzt habe ich dann noch, ich gehe noch mal raus. Ja, ich gucke mal noch mal einmal kurz, ja, bei Pia. Ja, ja, Gerhard, du kannst ja schon mal... Gefunden, ja, ja.
So, weil es regnet gerade ein kleines bisschen weniger. Pia, bist du schon durchgefroren? Oder? Ja, mir wird es jetzt sehr unangenehm. Und vor allem die armen Mädels, guck mal, denen wird es auch unangenehm. Ja. Die klumpen hier so. Und dann sitzen sie hier so nass an der Seite. Ja, das mögen die natürlich nicht so. Da höre ich jetzt mal kurz auf. Damit die sich ein bisschen erholen können? Ja, oder? Weil wenn es hier so reinregnet, ist irgendwie nicht nett. So, aber du hast deinen Sammelbrutableger schon fast voll. Ja, die sind auch, die haben so viel Wildbau unten gehabt, dass ich jetzt in Sorge bin, dass sie aus lauter Boshaftigkeit gleich in Schwarmlust kommen. Deswegen habe ich ja auch zwei geschröpft. Ja. Das zeigt wieder, ich hätte vor zwei Wochen kommen müssen, den zweiten Brutraum untersetzen, Honigraum drauf, dann wären die auch jetzt nicht so explosionsfreudig. Mhm. Zu spät gekommen. Man soll nicht die Mädels unterschätzen, obwohl das Wetter dermaßen die ganze Zeit unappetitlich ist, auch jetzt schon wieder. Die können ja jetzt schon wieder nicht fliegen. Schaffen die das echt? Das ist unglaublich. Naja, und so viel Nektar wieder rausgeschossen kam. Ja. Genau. Also wenn die schon zwei Wochen hätten fliegen können, wäre alles voll tatsächlich. Aber es war einfach hier zumindest war es zu frisch. Ja, das Unschöne, wenn es so nass ist auch. Mhm. Mich haben schon zwei jetzt in die Achseln gestochen. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern die landen hier an mir. Dann versuchen sie in die Wärme zu kriechen. Ja, und dann kann man ihnen natürlich nicht böse sein. Was schreibst du bei den Völkern jetzt zu dieser Zeit auf? Warte, ich merke mir mal, wo ich hier war. Ja. Das war jetzt 8. Der Deckel muss noch ein Stück nach vorne. So, ist jetzt alles durchgeweicht. Ja, das Gute ist, dass ich ja den Weichstift hier habe. Ich habe jetzt hier die Volksnummern, dann habe ich hier immer eigentlich einen blauen Punkt. Der geht jetzt allerdings nicht, wenn es nass ist, dann, deswegen habe ich hier blau hingeschrieben. Jetzt war ich gerade an 8, da schreibe ich jetzt hin Wildbau entfernt. Und da sieht man hier, bis jetzt war ein Brutraum ein Honigraum. Jetzt schreibe ich mir nachher gleich auf für alle, dass ich bei allen den zweiten Brutraum untergesetzt habe, wo er noch nicht da ist. Bei einigen ist er ja schon. Dann habe ich aufgeschrieben Schwarmlust. Zwei waren jetzt schon in Schwarmlust. Schuld bin ich, weil ich sie zu spät erweitert habe, sonst wären sie nicht in Schwarmlust. Und dann schreibe ich mir auf, was ich geschröpft habe. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hier zum Beispiel schreibe ich minus zwei Brutwaben geschröpft für den Sammelbrutableger 4, der jetzt hier erstellt wird. Da steht Sammelbrutableger 4. Und wenn es nicht so furchtbar geschüttet hätte und ich irgendwas sehe durch meine Brille, dann hätte ich auch noch aufgeschrieben, so und so viel Brut, so und so viel Bienen auf jeder geschröpften Wabe. Dann kann man nämlich schön ausrechnen, dass tatsächlich nach 9 Tagen, wenn wir ja wiederkommen, falls der Sammelbrutableger erfolgreich ohne Königin ist, dann kommt ja eine Zuchtlatte rein. Und dann kann man wunderschön ausrechnen, dass tatsächlich nach 9 Tagen alle erwachsenen Bienen, die wir da jetzt mit reingetan haben, schon weg sind. Und das, was drin ist, ist die geschlüpfte Brut, die jungen Bienen, ganz viele junge, knackige Bienen, die jetzt ganz wild drauf sind, eine Königin aufzuziehen. Deswegen klappt das ja dann in 9 Tagen so gut, weil das Volk so gut vorbereitet ist. Ja. Und ich habe den Vorteil, dass ich, wenn ich 10 Waben hier drin habe, dann kann ich 15 mindestens Begattungsableger später draus bilden. In 3 Wochen entstehen 15 Begattungsableger. Und wir haben es letztens schon mal besprochen, letztes Frühjahr war es deutlich früher warm. Und da habe ich um diese Zeit schon die ersten 20 begatteten Königin gehabt aus dem Sammelbrutableger. Dieses Jahr war es einfach alles auch zu unangenehm kalt. Da mache ich auch keine Sammelbrutableger. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen später. Eine Wabe, guck mal, habe ich gerade rausgeholt. Und zwar... Ja, ich muss gleich wieder zurück zu den anderen. Die quatschen schon wieder ganz viel und ich kriege dich mit. Ja, so, die hast du rausgeholt. Volk hier, da habe ich den Drohnenrahmen an die falsche Position gehängt. Und sofort haben sie mich bestraft. So, man jetzt sieht, sie machen schön Bautraube. Aber nur hier unten, hier an dem Zipfel, oder dieser Zipfel hier ist Drohnenbau, hier auch noch, und das andere ist Arbeiterinnenbau. Jetzt können wir eine Hausaufgabe vergeben. Wieso? Ich habe schon verraten, der war falsch, aber wo ist er denn falsch? Der ist zu kompliziert, oder? Nee, alles gut. An welche Position muss der Drohnenrahmen? Ja, macht hier unten Hashtag Drohnenrahmen in die Kommentare rein. Und der war tatsächlich an Position 2 von links. Und trotzdem war es ein Fehler. Kommt es also dazu, dass der Drohnenrahmen, obwohl er an Position 2 in einem Volk untergebracht war, trotzdem offensichtlich an der falschen Position war? Die Bienen haben überwiegend Arbeiterinnenbau und nicht, wie ich es möchte, nur Männer reingemacht.
Mein Hashtag Fehler. Hausaufgabe. Habe ich jetzt erkannt. Mein Fehler. Ich hätte es anders machen können und dann hätte es geklappt. Also, ist es zu kompliziert? Nee, Hashtag Hausaufgabe hier in die Kommentare. Was hat Pia diesmal wieder falsch gemacht? Genau. Und den habe ich jetzt gleich rausgenommen, weil ich will um Gottes Willen, da ist jetzt Futter, also Honig drin, aber da will ich doch keine Brut drin haben, weil da keine Drähte drin sind. Dann fällt mir das alles raus. Also nehme ich es jetzt als Futterwabe. Das kann ich dann an meine nächsten Jungimker-Kindergarten verfüttern und so. Ja. Bei der Anne war das... Warte. Ich hatte dich kurz ausgeschaltet. So, jetzt. Bei Laura Anne hat eine Frage. Mischbau im Drohnenrahmen. Mhm. Also sie hatte Arbeiterin gut im Drohnenrahmen auch und fragt, was sie jetzt machen kann. Soll sie das einfach jetzt alles ausschneiden? Also ich habe in meinen ersten Imkerjahren es nicht übers Herz gebracht, die Frauen auszuschneiden. Und dann habe ich rumgesäbelt, sodass ich die Männer nur draußen hatte. Hattest du ja vorhin schon gesagt, Gummiband. Aber das Volk wird ja weiter wachsen. Und je mehr sie wachsen, desto eher machen sie in alle freigeschnittenen Bereiche wieder Männer. Das heißt, das Problem wird sich nicht erledigen, sondern es wird immer rumgesäbelt an dem Rahmen, wo ein Teil Arbeiterin ist, die man dann erhält und nochmal erhält und nochmal erhält. Und das ist ewig ein Gesäble. Also ich würde es jetzt so machen, einfach rausholen, selbst wenn Arbeiterinnenbrut drauf ist, rausholen, vernichten, einschmelzen. Wenn jetzt natürlich 4/5 der Wabe Arbeiterinnenbau sind, dann würde ich vielleicht in den sauren Apfel beißen und einfach die Männer lassen, schlüpfen lassen, würde diese Wabe mit der vielen wertvollen Arbeiterinnenbrut aber ganz an den Rand hängen. An den Zagenrand. Am Zagenrand, gerade wenn ihr mit 2 Bruträumen imkert, haben die Bienen ja so viel Platz auf 20 Waben, dass sie sich am Zagenrand keine Brut zumuten, sondern da dann in Folge, sobald diese Arbeiterinnen geschlüpft sind, nur noch Futter einlagern. Und da ist es dir ja dann egal, ob da ein 1/5 oder die Hälfte Drohnenbau ist. Also an den Rand rücken oder ich würde Rübe runter. Ja. Gut. Okay, so. Was kann man tun, wenn der Drohnenrahmen seit 4 Wochen nicht angerührt wurde? Wenn der Drohnenrahmen nicht angerührt wird, dann zeigt es ja, dass das Volk seiner Meinung nach noch zu schwach ist, den Rahmen irgendwie auszubauen. Die würden, wenn sie noch zu schwach sind, aber immerhin schon so stark, dass sie gerne Hohlräume verbauen, das tun sie ja normalerweise, würden sie wenigstens Arbeiterinnenbau reinmachen. Wenn er aber weder Drohnen noch Arbeiterinnenbau ist, dann brauchen sie einfach noch ein bisschen. Da würde ich Geduld haben. Immerhin war er dann an der richtigen Position, Hausaufgabe. Wenn man ihn falsch positioniert hätte, wäre vielleicht schon was reingebaut, aber Arbeiterinnenbau. Das wollen wir ja nicht. Also bis jetzt alles gut. Wenn das Volk noch lebt und sich entwickelt, ist alles gut. Also weiter entwickeln lassen, abwarten. Das kommt dann. Ich habe auch welche, die sitzen nur auf 3 Wabengassen. Die haben überhaupt keinen Bock, den randpositionierten Drohnenrahmen jetzt auszubauen. Aber kommt alles. Ja. So, jetzt quetschen wir den Gerhard noch weiter aus, oder? Ich habe euch gerade zu reden. Oder hast du noch eine Frage für Pia gerade? Ja, nur ganz kurz. Roger fragt, ob das die Jungvölker für den Kurs werden. Ja, unter anderem. Genau, und da gibt es nicht nur mich, sondern es gibt ja ganz nette Jungimker aus den vergangenen Jahren. Ich verweise auf einen ganz tollen Artikel, den der Malte Frerik im Deutschen Bienenjournal geschrieben hat. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier sage, muss ich immer dazu sagen. Ja. Und zwar hat er vom Karmelitinnenkloster berichtet. Guckt es mal, wenn ihr das Deutsche Bienenjournal abonniert habt. Es ist zum Schreien, weil sie ist genauso, wie der Malte sie erzählt hat, die Schwester Maria Martha, eine Ordensschwester, so eine kleine, eine meiner Jungimkerinnen, die macht Ableger, dass die Schwarte kracht, genau nach dieser Methode und umsorgt meine Jungimker dann. Also ganz toll. Ja. So, jetzt quetschen wir den Gerhard aus. Jo. Ich habe dich stumm geschaltet, Pia, morgen sorry. Und am jetzt. Donnerstag haben wir noch einen Termin, gell? Ja, also morgen ist wieder Einsteigerkurs, Theorie, und Donnerstag ist Einsteigerkurs Praxis, so falls ähnlich jemand, wie hier also live vor Bienenstand. Falls jemand alles Stände. Von Adam und Eva aber das ist jetzt so, jetzt muss ich mir den Gerhard schnappen. So, ich habe euch gerade schon im Hintergrund gehört. Ja. Gerhard, du hast, ihr habt schon wieder die nächsten Fragen besprochen, oder? Wir haben auch Fragen besprochen. Also bei den Untersuchungen, die ich zurzeit laufen habe, geht es um Varroa hauptsächlich. Mhm. Ja, und zwar nicht angesteckt, sondern wurde bestätigt, dieses Projekt Varroa 2033. Mhm.
Ja, habe ich mir angehört, war in Veitshöchheim eine Veranstaltung, wo an einem Samstag Vorträge gehalten worden sind. Am Sonntag wurde die Sache diskutiert. Mhm. Und im Deutschen Bienenjournal, im Maiheft, ist ein sehr guter Artikel drin. Mhm. Der Sebastian Spivok, ein Redakteur, war dort und hat es auf zwei Seiten wiedergegeben, was er da gehört hat. Also finde ich nicht schlecht, ich war nicht dabei. Ja. Aber so wie er es beschrieben hat, die Vorträge selbst habe ich gehört, die waren auf YouTube zu Sind da schon alle Vorträge eigentlich zu hören? Drei. Kotek, Jungels und dann nochmal einer. Ja. Ich glaube, der Büchler noch. Ja? Ja. So, also auf jeden Fall die Problematik. Sie wollen in 10 Jahren varroa-resistente Völker. Und wenn ich mir dann angucke, wie die das machen, sage ich, ich will nicht mal behaupten. Gerhard ist noch nicht überzeugt, oder? Moment. Ich bin schneller am Ziel. Oha. Gerhard, Vorsicht. Pia war, jetzt muss ich glaube ich fast hier. Pia, du musst mal kurz rüberkommen. Nein. Nee, mit den Ergebnissen. Ja, lass mal. Guck erst mal dahin. Okay. Nee, weil die vergessen eins. Also es gibt ja noch andere Projekte. Beenovation, kennst du das? Nee. Kennst du nicht die Beenovation Projekte? Oh, da muss ich ja mal checken. Wie, was, wo? Ach so, deine Strohpellets. Warum hört das nicht auf zu? Bienenovation. Ne? Sind 16 Projekte, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft oder vom Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft mit 11,6 Millionen Euro gefördert werden. Ja. 2021, 2022. Mikrofon ist gerade runtergefallen auf die andere Jacke. Also 3 Jahre laufen, 2021 angefangen haben, 2024 beendet. Ja? Und da, die haben dann auch die zum Ziel, die Varroa-Behandlung irgendwie anders zu machen. So, jetzt gucken wir uns mal die Daten an. Ne? Ja, und da kann ich dann auch klären. Genau, ganz kurz noch, Gerhard, ganz kurz noch. Ich brauche einmal Pias Einordnung. Was sagt er denn? Gerhard, Varroa 2033, du sagst, die können es schaffen, aber du schaffst es schneller. Jetzt brauche ich die Pia, um die Aussagen einzuordnen. Ja, das sagt der Gerhard schon seit 25 Jahren. Und es scheint alles nicht so einfach zu sein. Also weder die Projekte, die jetzt mit sehr viel Enthusiasmus wieder angehen, ein 327. Mal varroa-resistente Bienen zu selektieren, als auch der liebe Gerhard, der immer wieder einzelne Völker hat, die total spannend sind. Ist ja schön, wenn du so begeistert bist, aber es hat er schon mehr als einmal gehabt. Das scheint von so vielen Faktoren abhängig zu sein, gar nicht so einfach zu sein. So, ja, so. Und darüber mache ich mir Gedanken und meine... Danke für die Einordnung. Ich habe eine Idee, was man bei der Sache, was die anderen und auch ich die ganze Zeit vergessen habe. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal an. Aktuelle Situation an einem Bienenstand. Hier ist die Anzahl der von Mai bis November aufgezogenen Brutzellen. Ja. Geht von 40.000 bis 150.000. Das heißt, nur einmal, damit wir verstehen, was wir hier sehen. Du hast immer wieder Populationsschätzungen gemacht und hast hier jetzt sozusagen die Summe über die komplette Zeit von Mai bis November. Okay. Ja. Mhm. Und dann der Anzahl der Milben, die nach der OD-Behandlung im Herbst gefallen sind. Ja. Ja, die geht von... Also auch wieder im ganzen Herbst hast du immer wieder... Also Herbst, also ich habe spät angefangen, Oktober. Ne? Okay. Ja, also... Okay. Aber du hast auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum gezählt. Das ist nicht von einem Mal behandelt. Ich zeige es nicht nur von einem Mal behandeln, sondern und dann mit einer Behandlung, die sehr gut bienenverträglich ist. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das ist ja noch wichtig. Ja. Ja. Dass die man so die wenig Bienen tötet. Die keine Bienen tötet. Ja. Nee, die keine Bienen tötet. So, jetzt sieht man, die am stärksten befallenen Völker haben 10.000 oder viele 1.000 Milben verloren. Ja. Und die anderen haben weniger als 1.000 Milben verloren. Ja. Und da könnte man jetzt wieder so eine Ellipse anlegen. Ne? Warum haben die bei gleicher Brutleistung nur 1.000 Milben und die anderen haben 9.000 bis 10.000 Milben? Ja, ne? Ist das jetzt die Frage jetzt erstmal, ist das genetisch bedingt, liegt es an den Bienen? Ja, das gilt auch meinetwegen hier. Warte mal nochmal. Dieser Punkt hier oben zum Beispiel, ne, der bedeutet, das ist ein Volk, das hatte sehr viele Brutzellen und sehr viele Milben. Ja, ne? Richtig. Und andererseits hast du hier unten zwei Völker, sag ich mal, die ähnlich viele Brutzellen hatten. Und deutlich weniger Milben. Aber jetzt ist die Frage, wir haben Faktor 10 fast hier. Ja, ne? Richtig, hier unten sind 1.000 und da oben sind 10.000. Das ist die Frage, woran liegt es? Ja? Ja. Ja. Und jetzt hat man zur Auswahl, die Resistenzzüchter gucken immer auf die Bienen.
Ja. Und mein Gedanke ist, das sind die Milben. Deine Hypothese da, sozusagen? Meine Gedanken. Ja, ja? Okay. Ja, Hypothese. Wir sind noch vor also der Hypothese. Schon, Wie kriege ich es raus? Indem ich hatte es vorhin schon mal gesagt, indem ich von diesen nachziehe. Ja. Und zwar nicht nur die Bienen nachziehe und auch die Milben. Also ich mache da Ableger von diesen Völkern und von diesen Völkern lasse sie nachschaffen und sorge dafür, dass ich keine Milbenpopulation mische. Ja. Bei der Sammelputableger, also bei der Völkervermehrung für Schritten, immer passiert. Mhm. Da habe ich nie oder bis jetzt nie Rücksicht drauf genommen. Mhm. Na, und es könnte sein, dass das die Mischung die Virulenz der Milbenpopulation am Bienenstand hochhält. Das heißt, die Hypothese, um die jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ist, dass sozusagen die Bienen, die beiden hier gar nicht so unterschiedlich sind, sondern die Milben, die hier drin sind. Ja, richtig, die Milben sind unterschiedlich. Oder vielleicht auch beides. Oder beides, ja. Und deswegen sehen die Versuche so aus, dass ich, also wenn man zum Beispiel dieses Volk nimmt, also das Spitzenvolk, nicht, das hier ist auch gut, ne? Aber das hat auch wenig Brut aufgezogen. Ja. Das hier ist das Beste. Da habe ich dann einmal behandelt, um zu gucken. Die haben schon natürlich einen Milbenfall, der so bei, also unter 10 Milben pro Tag liegt. Ja. Aber ich sah keine Gefahr im Verzug. Ja? Mhm. Und dann auch, der Milbenfall sieht anders aus als bei Völkern, die so richtig Milbenfall haben. Ja. Also die Milben sehen anders aus. Die Milben sehen anders aus. Ja? Heißt? Anders heißt kräftiger. Okay. Ich bin gespannt. Ganz kurz, Helmut hat gefragt, ob das Volk mit den vielen Milben am Rand stand. Nein, steht nicht am Rand. Das Volk hier stand am Rand. Das ist eines der beiden Völker. Das ist das Volk mit diesen. Jetzt müssen wir ganz kurz über das mit dem am Rand stehen. Ja. Gerhard, du hattest das, glaube ich, mal erzählt, dass irgendwie manchmal hat man am Rand mehr Milben und auch mehr Honig. Okay. Also wenn man es, früher habe ich ja die Völker gehalten in langen Reihen aufgestellt. Also von 1 bis 12 direkt nebeneinander. Ja, also so ähnlich wie hier, dass die einfach so zack, nebeneinander. Die stehen schon locker. Ach so, okay. Ja, so richtig nebeneinander, ne, weil man zu wenig Platz hatte. Ne? Ja. Ja, also dass quasi alle Völker im gleichen Abstand sozusagen dicht an dicht. Wenn die so locker hier stehen, dann gibt es keinen Verflug. Ah, okay. Ja. Und wenn du aber, also wenn die 12 direkt nebeneinander und die 20, die ich da an dem Stand habe, die stehen locker. Zwei, immer paarweise. Ja, okay. Weil jetzt nochmal zurück zur Frage, wer hat gefragt? Der Helmut. Ja. Wenn du die eben so sehr gleichmäßig in der Reihe stehen hast, dann verfliegen sich die Bienen und dann findet man in den Randvölkern höhere Milbenzahlen, oder? Ja. Ja, nee, das ist ja, die Reinvasion wird auch übertrieben. Nee, gar nicht Reinvasion, aber dann... Nee, oder auch die Invasion wird übertrieben. Okay. Ja. Gut, aber die, so, das heißt... Die Bienen, das ist ja auch noch eine mögliche Resistenzfaktor, dass die Bienen, die eine Milbe auf dem Rücken haben, mit der Milbe rausgehen und nicht wiederkommen. Okay. Ja. Hypothese. Nee, Hypothese. Ja. Bei stark befallenen Völkern, wenn die Bienen krank sind, kommen sie auf jeden Fall nicht wieder. Ne? Ja. Guck dir das an. Schau mal hier. Genau, also wir gucken jetzt mal hier drauf. Was sehen wir denn hier? Am 7. oder am 8.9. ist egal. Ja. Oder 18.8. Entschuldigung, 18.8. Hatte das Bienenvolk 7.000 Bienen. Moment, warte mal eben. Wir haben hier wieder diese Ansicht, die du vorhin auch hattest. Ne? Wir haben einmal für jedes Datum zwei Balken. Säulen. Die Bienen und dann das Bienenpotenzial. Die hier oben auch gleich sind. Ja, ne? Also die Bienen sieht man hier oben und dann ist es... Und dann habe ich hier mit der Klammer gekennzeichnet die Bienen, die dann verschwunden sind. Ja. Oder der Bienenabgang. Na, und wird unterstellt, von einem Datum zum nächsten Datum. Zum nächsten 21 Tagen. Jetzt wird unterstellt, dass die älteren Bienen als erste abgehen. Ja. Ja. Und? Ja. Nee, und das... Wenn jetzt keine Brut da ist, gehen die mit Milben ab. Ja? Aber hier war ja noch Brut. Ne? Und zwar, aber hier zum Beispiel am 9.11. hatten sie nur noch ein bisschen Brut. Ja. Ja? Und immerhin mit 8000 Bienen eingewintert. Ja? Zum Beispiel. Nur das ist jetzt eines dieser Varroa-armen Völker. Ja. Ja? Okay. Jetzt gehe ich noch weiter. Und das ist das andere, das nur 119 Milben gehabt hat.
Und da ist der 40.000, jetzt schauen wir mal nochmal nach, das sind nur 20.000 bei diesem Jahr. Ja. Also das Volk ist deutlich stärker. Oh, warte kurz. Ja. Das ist also deutlich stärker. Wurde auch mit fast 8.000 Bienen eingewintert. Ja. Ja. Und auch ausgewintert. Ich habe ja das schon untersucht jetzt. Ne? Ja. Fantastisch, das Volk. Ja. So, und das, und das war, ja, das war, nach oben. Ich habe hinten angefangen. Ah, okay. Und das ist jetzt der Milbenfall. Ja. Bei diesem Volk ist 20, dann natürlich im Moment, Milbenfall. Moment, jetzt bin ich kurz verwirrt. Hier war diese Übersicht. Ne? Ja, da ist das Volk 20 und das ist das Volk 3. Ah, okay, so, und die beiden haben wir hier jetzt. Ja, das hier ist das Volk 3. Drei. Da hast du noch nicht so viel zu gesagt. Das hier hat hier oben eine. Ja, die haben auch, beziehungsweise guckt das beim Volk 20 an, als ich damit angefangen habe, war das 500 Bienen stark. Ah, also sehr klein, okay. Sehr klein und ist dann so gewachsen. Ja. Ja. Ich habe auch noch die anderen. Das ist zwar 4.000 Bienen stark und 8.000 Bienen auch eingewintert. Ja, ja. Also ähnlich groß eingewintert. Eingewintert wie das andere. Okay. Ja. Und dann auch die Brutleistung und. Die Brutleistung ging ja daraus hervor. Moment. Nee, ich bin falsch. So, ne, die Brutleistung von diesem Volk 3, 90.000, über 80.000 Brutzellen insgesamt. Ja. Moment, das war 20, das hier. Ne? Das sind also insgesamt, wenn ich die Brut addiere hier insgesamt, die meiste Brut ist im Mai, Juni, Juli, August aufgezogen worden. Ja? Das hier und dann ist sind dann die Milben aufgewachsen. Ja. Ah, nee, ich muss da zurückgehen. So, jetzt gehen wir weiter. Ja. Das ist dann der Milbenfall nochmal von dem Volk 20. Ja. Da habe ich dann irgendwann mal, also so, es sind nur 3 Milben pro Tag oder 4 Milben pro Tag, da dachte ich, also ohne Behandlung, ich will wenigstens mal wissen, ob es stimmt. Ja? Und weil ich und dann habe ich 2-mal behandelt, weil die erste Behandlung nicht richtig gewirkt hat. Okay. Und dann ist aber wieder natürlicher Milbenfall. Das Bienenvolk ist mal natürlicher Milbenfall von 2-3 Milben pro Tag in den Winter, also überwintert. Ja. Silvesterparty gefeiert. Ja, überwintert aber jetzt später. Dieser Wert hier ist von der Behandlung? Das ist von der Behandlung, ja. Ah, okay. Das ist von der Behandlung. Okay. Ja, und das auch bei dem Volk 3. Das habe ich nur einmal behandelt. Ja. Na, und da habe ich nur einmal behandelt, das sind dann Milben gefallen. Insgesamt, wenn du es addierst, ne, das ist über einen Tag gezählt, über 2 Tage gezählt, also 20 mal 3, 60, das sind da unten noch ein paar, das ist weniger als 100 Milben. Ja. Ja, obwohl es einen natürlichen Milbenfall gehabt hat von 1-2 Milben pro Tag und mal 120 ist nach wie vor meine, also es müsste eigentlich mindestens, und dann ist der natürliche Milbenfall nicht angestiegen, obwohl es gebrütet hat, ja, also da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Entweder die Bienen sind resistent oder die Milben sind weniger vital. Ja, ja? Okay. Also, und das verfolgt sie jetzt weiter? Die beiden Erklärungsmöglichkeiten gibt es. Ja. Fertig. Ja. Welche ist jetzt richtig? Ne? Vielleicht auch beide. Ne? Ja. Und das verfolge ich weiter, indem ich von diesen Völkern, natürlich auch jetzt von der zur Kontrolle von den anderen, die viel Milben hatten, nachziehe, also einmal Ableger mache mit den Milben, die noch drin sind. Ja. Ohne, dass die dann mit anderen Völkern gemischt sozusagen gemischt im Sammelbrutableger gemischt werden, sondern dann einzelne Ableger. Und dann habe ich auch noch vor, wenn ich, also ich habe genug Völker, ein Volk, wenig Milben, viele Milben, entweisele, also einen Ableger machen mit der Königin, um zu gucken, ich habe ja damals schwach angefangen, ob das sich wiederholt, dann kann ich das Restvolk als Pflegevolk nutzen. Und das bekommt dann in den Zuchtrahmen rein Larven von der einen Gruppe und Larven von der anderen Gruppe. Okay. Und dann werden Ableger gemacht und dann wird geguckt. Und dann weiß ich, wenn es an den Bienen liegt, muss das passieren. Wenn es an den Milben liegt und wenn es eine Kombination ist, Gerd, also das Versuch. Ich sehe schon, dir wird nicht langweilig. Ja, und bis 2033 bin ich fertig. Nee, vor 2033 bin ich fertig. Ich denke immer vorsichtig mit so Versprechungen. Nein, ich habe doch nur gesagt, dass ich dann besser durchblicke als heute. Dann haben wir mehr Ergebnisse als jetzt. Ja. Und ich habe ja ein paar Imker in Europa, die nicht behandeln. Ne? Mhm. Und deren Königin oder deren Material wurde von bienenwissenschaftlichen Instituten getestet. Mhm. Und die waren dann im Test nicht resistent. Mhm. Ja, wenn's nicht an die, wenn die Bienen nicht resistent sind vor Ort, dann muss es an einem Faktor liegen, der, also nee, beim Tester, nicht vor Ort, dann muss es an einem Faktor liegen, der am Ort
ist. Und was könnte das sein? Das können eigentlich nur die lokalen entweder die Milben Art und Weise, die Art und Weise, wie die Völker geführt werden, oder die Milben. Mhm. Ja, einverstanden? Wie wurde denn dann festgestellt, dass die nicht resistent sind? Da wurden Königinnen aufgezogen, in Ableger gepackt und sich selbst überlassen. Aber das waren also die Nachfahren der resistenten Königin? Der Königin, deren Völker nicht eingehen. Ja. Ja? Mhm. Und dann sind die angegangen. Du kannst Berichte im Internet finden. Ja. Auch bei Apis mellifera. Ja. Aber die werden dann ja dann wiederum dann habe ich nach den genauen Daten gefragt, ne, weil es geheißen hat, die haben das veröffentlicht auf ihrer Website, habe ich nach den Daten gefragt. Und wen haben wir denn hier? Keine Antwort bekommen. Eine Königin der deutschen Wespe. Ah ja. Die Arme, die ist jetzt kalt. Ja, und? Die füttere ich gleich ein bisschen. Pia, sollen wir mal Feierabend machen hier? Ja, Gerhard, oder hast du noch... Naja, es gab noch eine Frage, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollten, nämlich von Martina, ob es einen Unterschied gibt in der Völkerentwicklung zum letzten Frühjahr, also dieses Frühjahr zum letzten Frühjahr. Kann der Gerhard gut. Bestimmt. Okay, Pia, dann mach noch ein bisschen weiter. Wir holen dich gleich. Es gibt keinen großen Unterschied. Also, das sind Nuancen. Jetzt ist sie weggeflogen. Was denn ist weggeflogen? Die Wespenkönigin. Es sind nur Nuancen. Ja, weil natürlich hat das augenblickliche, der Wetterablauf hat Einfluss auf die Volksentwicklung. Ne, wenn da eine Kaltwetterphase ist, wo die Bienen nicht fliegen können, der Pollenvorrat zu Ende geht, dann wirkt sich das auf das Brutverhalten aus. Mhm. Aber also die Unterschiede gibt es jedes Jahr. Und zwar auch zwischen den Ständen, zwischen den Standorten. Ja. Siehe, Trachtnetwagen, westlich des Rheins, ne, überall Zunahmen in der letzten Woche von über 20 Kilo. Und hier östlich des Rheins, also weit weg genug vom Rhein, Düsseldorf geht noch, ist noch ein kleines bisschen anders, aber Bochum, Dortmund, also mehr Westfalen, da ist nichts los an Tracht bis jetzt. Also jetzt da hat es jetzt zwar gehonigt, aber das ist halt von gestern und von heute. Ne? Da war noch schön, wird das schön. Ja. Im letzten Frühjahr, soweit ich mich erinnern kann, war es zwar im April, Mai auch mal wieder kalt mit kurz Schnee, aber davor war 2-3 Wochen richtig schön warm. Und das hat jetzt gefehlt. Ich muss dauernd zum Hundespaziergang Winterjacke anziehen. Und gut, die Völker holen alles wieder auf. Da muss man sich keine Sorgen machen. Du stehst mitten im Regen, Martin. Ja genau, machen wir jetzt Feierabend oder gibt es noch viele Fragen, Laura? Es gab heute richtig, richtig viele Fragen. Es waren auch 990 Leute online. Hui. Schöne Grüße an alle. Dienstagabend um was? 19 Uhr und Donnerstag nochmal von der Koppel für alle Einsteigerfragen. Also jetzt nicht was Spezielles mit Zucht und so weiter, sondern Einsteigerfragen, so grundsätzliche Dinge, wie man erweitert der Drohnenrahmen, was wann wie schief geht und so weiter. Was schief geht, wenn man die Schwarmzellen übersieht und wie man dann reagieren kann. Das wird da morgen und am Donnerstagabend beantwortet. Ja. Vielleicht tröstet das den einen oder anderen. Also eigentlich sollte es heute nicht regnen. Ne? Die Wetterprognose richtet sich immer nach dem Klimawandel. Ne? Hä? Die Wetterprognose unterstellt, dass Klimawandel stattfindet. Ach so, naja, der findet. Naja, lass uns noch mal in die Fragen reingucken. Ansonsten. Du nicht mal runterkommen? Was sollte man machen, wenn man jetzt ein weiseloses Wirtschaftsvolk hat? Ein weiseloses Wirtschaftsvolk, dann tut man dafür sorgen, dass sie nachschaffen können. Ja, und wenn schon ganz viele Nachschöpfungszellen vorhanden sind? Dann brauchst du gar nichts zu machen. Du kannst höchstens Ableger meinetwegen bilden. Ne? Wir können jetzt Nachschöpfungszellen Hausaufgabe auf Teil 2 machen. Waben sind. Was passiert, wenn man... Hat das aufgenommen gerade? Ja. Also wenn die Nachschöpfungszellen auf verschiedenen Waben sind, kannst du so viele Ableger machen, wie du Waben mit Nachschöpfungszellen hast. Also das Wirtschaftsvoll komplett einmal aufteilen. Ja, aufteilen. Was passieren kann ist, und das ist zum Beispiel... Oder du kannst auch, Entschuldigung, noch eins, du kannst auch die Nachschaffungszellen brechen und das entweiselnde Wirtschaftsvolk als Pflegevolk nutzen. Die Technik wird zu feucht. Ja, es ist nass hier, ja. So. Das die Gefahr ist, nur da will ich darauf hinweisen. So, jetzt nochmal. Wenn man ein schönes, dickes, fettes Volk hat, dem versehentlich die Königin abhanden kommt,
dann, das ist mir ja auch passiert offenbar hier, dann ist es äußerst riskant, einfach alle Nachschaffungszellen stehen zu lassen, weil sie sich dann überlegen könnten, mit einigen der Jungköniginnen, bevor die ihren Hochzeitsflug gemacht haben, abzuhauen. Das nennt sich dann Singervorschwarm. Und dann bleibt natürlich ein Restvolk da mit ein paar Königinnen, aber kann sein, dass er 20.000 Bienen aus dem Volk verliert. Deswegen ist das nicht immer die schlauste Lösung, das dann einfach laufen zu lassen. Es ist aber vielleicht als Trost, es passiert jedem, offenbar mir auch, wobei ich schon geahnt habe, dass es zu dunkel war zum Königinnen sehen oder so. Aber als Jungimker passiert einem das reihenweise, dass man eine Brutwabe schrubbt für einen Ableger und genau da sitzt versehentlich die Königin vom Wirtschaftsvolk drauf. Und dann ist die Frage natürlich immer da, was mache ich mit dem Restwirtschaftsvolk? Das ist ein typisches Problem, was man zum Beispiel in einem Einsteigerkurs bespricht. Gut. Ja. So, Feierabend. Dann gab es noch jemanden, der hat einen Schwarm, der vor ein, zwei Tagen in die Hauswand eingezogen ist. Oh. Und jetzt fragt die Person, ob die eine Beute mit Brut da vorstellen kann, damit man die sie wieder da rauskriegen kann. Wenn die da mal drin sind, kriegt man die nicht wieder raus. Das ist das Problem. Die sitzen da drin, die sind da zufrieden und die haben eigentlich keinen Grund mehr auszuziehen. Auch Brut lockt die dann nicht an. Also das mit der Brutwabe, das ist tatsächlich gar nicht doof. Wenn der Schwarm irgendwo im Baum hängt, dann tut man eine Wabe hoch mit einem Ast. Beim Herrn Niemeyer war man, der hat so ein Gerät, wo man Ast mit eine Wabe mit hochbringen kann. Und dann stiefeln die Schwarmbienen, wenn sie noch keine Behausung gefunden haben, tatsächlich sehr gerne auf so eine hochgehaltene Wabe. Aber wenn die da mal drin sind, dann sind die Würfel gefallen. Die sind da drin. So, Rest machen wir beim nächsten Mal. Ja, eigentlich schon. Heidi fragt nur noch, ob sie das Zoom von morgen nachträglich anschauen kann. Wenn sie Einsteigerkurs-Teilnehmerin ist, ja. Genau. Und ansonsten, wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Ja, Pia muss eine E-Mail schreiben. Genau. An Pia eine E-Mail schreiben. Genau. Hast du dein Brettchen dabei? Info at Pia. Das habe ich zu Hause gelassen, leider. Info at piaomeyer.de. Und dann gibt es Sonderkonditionen. Allerdings ist es nicht wie YouTube total frei zugänglich, weil ich von irgendwas meine Butter bezahlen muss. Und die Milch. Und die Bratkartoffeln. Und die Bratkartoffeln ist der Gerhard. So, darf ich Feierabend machen? Eine Frage noch von Ronny. Zwei Völker von ihm haben vermehrt Drohnenbrut, obwohl er schon im April den Drohnenrahmen gegeben hat. Woran kann das liegen? Liegt das an der Königin? Also du hast auf normalen Arbeiterinnenbrutwaben, die auf Mittelwänden aufgezogen wurden, Drohnenbrut. So habe ich es jetzt verstanden. Also die Zellen sind schön klein auf den Mittelwänden. Eigentlich sollte die Königin mit ihren Fühlern vermessen im Dunkeln, dass da ein befruchtetes Ei rein muss. Und aus irgendwelchen Gründen tut sie da nicht befruchtete, sondern unbefruchtete Eier rein. Und dann gibt es so Buckelbrut, also so Beulen überall. Das tritt häufiger direkt nach dem Winter manchmal auf. Anscheinend, wenn die Königin wieder üben muss, ihre Spermatikalklappe irgendwie zu betätigen und die Spermien zum Ei dazu flutschen zu lassen. Wenn das aber jetzt noch ist, dann würde ich schon mal überlegen, wo du bald Ersatz für die Königin herkriegst, weil es kann sein, dass ihr einfach die Spermien ausgehen. Und dann will sie befruchtete Eier legen, kriegt aber nicht mehr genug Spermien zusammen und dann hat man ganz viel Beulen, also Buckelbrut, Männer zwischen den normalen Arbeiterinnen. Auch immer zu überlegen, also gucken, wie stark das Volk ist, das betreffende Volk ist. Ja? Ja. Wenn also die Königin fehlbrütig oder leicht fehlbrütig ist, dann wirkt sich das auf die Volksentwicklung aus. Da legt sie einmal die falschen Eier und von den richtigen Eiern immer weniger. Ja, schön, und dass das du muss falsch ich dann sagst zu den Männern. Ja, die, also, nee, von der also sie will, aber sie kann dann halt nicht. Und wenn das, also wenn es nur kurz ist, gerade auch Jungköniginnen haben das manchmal, und dann vergeht es wieder. Also nach zwei Wochen ist dann okay und es sind ordentlich schön flache Zellen, Arbeiterinnen, dann ist gut. Aber wenn das immer schlimmer wird, ist zu erwarten, dass sie bald von den Bienen nicht mehr als Königin akzeptiert wird. Dann muss man überlegen, sie auszutauschen, dann, am besten das Volk zu rupfen. Dann wollen die... dann will das Volk die stille Umweisung einleiten, ne? Und der Imker hat es noch nicht gemerkt, was los ist und hält die stillen Umweisungszellen als Schwarmzellen, macht sie kaputt. Ja? Ne? Also, wenn man sie aber alle lässt, dann kann es sein, Ich habe auch so einen Fall, nach der zweiten Kontrolle habe ich gesehen, hoppla, fehlbrütig. Und dann habe ich die Königin umgebracht und von einem anderen Volk eine Wabe mit offener Brut, also nur mit Eiern reingelegt. Aber er hat ja noch jüngste Arbeiterinnenbrut, also die könnten ja selber ziehen.
Es könnte ja auch sein, dass die Königin einen Qualitätsmangel hat. Ja. Ja. Okay. Aber es könnte auch sein, dass alles okay ist, wenn zum Beispiel, ja, oder richtig. Ist jetzt eine Frage, wenn jetzt Drohnenbrut irgendwie gezielt so in großen genau. Paketen angelegt ist. Genau, und guter Hinweis, wenn man früh den Drohnenrahmen gegeben hat, dann sorgen die Bienen eigentlich dafür, dass die Mittelwände sehr schön ordentlich mit Arbeit drin Bau belegt werden. Aber hier und da gibt es Völker, die sind da sehr, weiß ich nicht, männerfreundlich und machen unter Ignorierung der Mittelwandvorgabe mittendrin Drohnennester auf die Wabe. Dann kann ja die Königin nichts dafür. Dann sind die so schön gebündelt, Drohnennester oder unten dicker Rand oder so. Dann liegt es ja nicht an der Königin, sondern dann haben die Bienen einfach aus irgendwelchen Gründen diese Waben männerfreundlich gestaltet. Wenn aber lauter einzelne Beulen auf der Wabe in Arbeit drin Brut sind, das wäre Buckelbrut, dann ist die Königin eventuell fehlbrütig, ihr gehen die Spermien aus. Es kommt sehr häufig vor, auch wenn man einen Baurahmen gibt, dass trotzdem auf den Arbeit drin Brutwaben am Rand Drohnenbrut errichtet wird. Ja. Und ich interpretiere das so, ein paar Männer auf der Wabe erhöhen die Harmonie im Volk, auf der Wabe. Unser so, Mann geht uns jetzt, gleich kaputt hier. Der Martin jetzt mach steht ich, in strömenden... Aber es ist ja schön, wenn die Laura immer noch eine Frage... Genau, die nächsten noch, Fragen... Wir könnten noch, eine Fragerunde. Genau, die machen wir ein andermal. Wenn euch das gefallen hat hier im Regen und so, lasst uns gerne noch so einen Daumen nach oben da, dann freuen wir uns. Wer nicht mitbekommen hat, dass wir heute live waren, muss auf Abonnieren drücken. Dann bekommt man hoffentlich Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Danke euch, ihr beim Zugucken und euch vor allem, Laura, Martin, bei dem Regen wieder. Gerhard ist der einzige Trockene noch. Ja, sehr gut. Danke, Pia und Gerhard. Bis zum nächsten Mal.